Hallo, Abok, was machst du denn da? Ich will kurz gucken, wo Sadie ist. Ja, warum was machst du hier denn eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn das hier für eine Aktion? Ich wollte gerade sagen, Abok, du sollst eigentlich an deinem Versteck bleiben. Ah! Daniel! Nice! Hast du Daniel? Oh, Daniel, du bist so schlecht! Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video. Und Leute, heute, ja, leider mit Gästen, die ich eingeladen habe. Was heißt hier bitte leider? Ja, leider. Und zwar haben wir natürlich leider mal wieder Danja und leider zum ersten Mal Sadie und Abaok. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Nein! Hallo, mein Name ist Abaok. Ja, interessiert keinen. Hallo, okay, mein Name ist nicht Abaok. Okay, Leute, das ist ja das erste Video hier zusammen bei uns hier auf It's Catastic. Und natürlich gibt es dementsprechend ein unfaires Hide and Seek. Wie wird das laufen? Wir dürfen uns alle verstecken und auch alle einmal suchen. Wir haben insgesamt 4 Minuten Zeit, um zu suchen. Und es ist so, dass es in dem Sinne unfair ist, dass 2 Leute gleich beim Suchen Tipps bekommen und 2 Leute nicht. Und dafür habe ich selbstverständlich... Was willst du, Danja? Was willst du? Ich will auch mal mitreden. Ich will auch dabei sein. Okay, so, wir haben jetzt das Glücksrad und das Glücksrad entscheidet jetzt, welche 2 Personen Tipps bekommen, okay? Let's go. Oh Gott. So, ich das Glücksrad der Wahrheit dreht und, ja, wie es der Zufall will, bekomme ich natürlich einen Tipp. Ja, das ist ja super. Nein, das toll. Ich will da nochmal die Beweise für sehen. Ja, die Videoaufnahme, die muss ich mir zuschicken. Hat okay. 38 Mal Khan da drauf geschrieben. Wahrscheinlich das genau. Oh, Mann. Und Person Nummer 2 wird aber auch sein, der Tipps bekommt. Ja. Das heißt, ich werde keine Tipps bekommen. Khan, ich schicke dir die 1000 Robux dann gleich, ne? Ja, kein Problem. Daniel, wir sind Team Lila. Wir geben uns gegenseitig Tipps, okay? Okay. Ah, machen wir. Ich fasse okay, es nicht. Okay, alles klar. So, ich würde als erstes suchen. Das heißt, ich stelle mich hier an die Wand und ihr könnt euch erstmal verstecken. Okay, gut, alles klar. Oh Gott. Und los. Jetzt muss ich erstmal überhaupt verstecken. Das ist das erste Hide-and-Seek hier mit Abaok, Sadie und Danja. Mit Danja habe ich es ja schon ein paar Mal. Hallo, mein Name ist Abaok. Hallo, mein Name ist Abaok. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das öfters sehen wollt. Ne? Schaut auch gerne bei Sadie, Abaok und Danja vorbei. Da gibt es auch nochmal ganz spannende Videos. So, habt ihr euch versteckt? Dann nein, hallo. Ja, ich habe mich versteckt. Ja, okay, jetzt habe ich mich auch ein bisschen versteckt. Warte, ich brauche immer für alles ein bisschen länger. Nein. Ihr werdet gleich merken, Danja braucht ungefähr so lange, sich zu verstecken, wie ich brauche zu suchen. Darf ich AFK benutzen? Also den Emote AFK? Nein, das ist nicht. Oh Mann. Wieso frage ich überhaupt nach, ich jetzt einfach tun soll? Ey, aber so tanzen, sitzen, liegen und sowas dürfen wir, ne? Das darfst du, aber du darfst nicht deinen Avatar verändern oder kleiner, größer machen. Sonst darfst du alles. Du darfst dich auch irgendwo reinglitschen, in Anführungszeichen. Ja, okay, gut. Na? Alles gut. Okay. Aber es ist so, also beim Hide and Seek, also glaube ich nicht, dass ihr vor mir sicher seid. Oh doch, Ich bin versteckt. Okay. Ich auch. Gut. Aber wir auch. Okay, ja, dann würde ich ganz gerne erstmal eure Tipps hören. Ach so, von uns allen? Achso, oh Gott. Ja, natürlich. In gewisser Art und Weise ein sehr trauriger und ein Ort, aber auch ein Ort, wo man sehr glücklich sein kann. Okay, alles klar, danke. Also wahrscheinlich Danjas Zuhause, ja. Da kann man nicht glücklich sein. Freddy? Wie sieht es bei dir aus? Also bei mir, also Abaok würde sich bei meinem Versteck sehr, sehr wohlfühlen. Sehr, sehr wohlfühlen. Oh, ich weiß, wo du bist. Jetzt hast du doch keinen Tipp. Abaok kann mir erklären, was ich damit meine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, was ich damit meine. Ich sehe den Ort von hier dann. Was? Achso. Ja, ich weiß nicht, wo du bist, aber okay. Also es hat auf jeden Fall was mit Amazon zu tun. Ja. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich bin dem Himmel sehr nah. Okay, alles klar. Gut, 4 Minuten Zeit ab jetzt. Okay, ich habe jetzt 4 Minuten Zeit, euch zu suchen. Ach ja, ganz wichtig. Ich glitsche die ganze Zeit raus. Gleich, ganz wichtig, wenn ihr sucht, dürft ihr natürlich nicht rauszoomen, ne? Oh Mann, ey, okay, na gut. Wenn ihr an einem Versteck seid, bitte auch da stehen bleiben und jetzt nicht bewegen, ne? Das wisst ihr. Aber ich sitze, das ist auch okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich finde das total unfair, dass Sadie und ich keine Tipps bekommen. Ja, das finde ich auch unfair, ohne Spaß. Können wir doch mal darüber diskutieren? Ja, aber Khan ist gerade so an mir vorbeigefahren, also der Tipp hat nichts gebracht. Ja, es könnte aber sein, dass ich dich vielleicht... Bist du vielleicht ganz klein? Ich darf ja meine Größe nicht verändern, also ich bin normal groß. Stimmt, aber du kannst dich natürlich auch... Khan, vergiss deine eigenen Regeln. Ja, du kannst dich aber hinlegen, ne? Gut, ich mache erstmal weiter. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt. Okay, so. Ich muss ja Tipps geben. Ich muss ja Tipps geben. Aber jetzt habe ich schon 2 Tipps gegeben. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich auch 2 Tipps gegeben. Ich sitze auch.
Ihr seid ja schön blöd. Also, Kahn, was machst du so beim Krankenhaus? Wie läuft's da so? Ja, es läuft gut. Da, jetzt macht Danja meinen Move, wo ich immer Danja beobachte. Aber gut, warten wir mal ab. Oh Mann, ey, das wird so unfassbar schwierig. Wobei, ich glaube, mein Tipp könnte aber auch auf etwas führen, was du wahrscheinlich denkst, was es ist, was es aber nicht ist. Ja, das ist schon der dritte Tipp. Also, ich weiß locker, wo Teddy ist. Ich kann mit euren Tipps überhaupt nicht anfangen. Ich wollte gerade sagen, also eure Tipps haben mir überhaupt nichts gebracht. Und die von Danja, ja, da würde ich ja sagen, okay, ist am Flughafen. Hä, Kahn, an welchem Ort geschehen denn traurige Dinge, aber auch glückliche? Ja, im Krankenhaus. Oh. Hä, in der Schule? Ja. 6-1, oh. Wo gibt's noch traurige und glückliche Dinge? Friedhof? Nee. Was ist da denn glücklich? Also manche Leute sind sicher auch glücklich. Okay, dann gut, alles gut. Okay, nein. Ich hab noch knapp 2 Minuten Zeit. Stimmt. Also, ich bin im Krankenhaus. Ja, interessiert mich jetzt nicht. Ob ich dir das glaube oder nicht, weiß ich nicht. Oh, du bist in der Schule. Du bist gerade am blauen Spinn vorbeigelaufen. Ja. Okay, also mich kann man auspacken, theoretisch, da wo ich bin. Ja, bist wahrscheinlich in einem Karton. Das könnte möglich sein. Ja gut, gibt's ja nur 2000 ungefähr in Brookhaven. Nein, sicher nur an 1999. Ja, da wette ich drauf. Also ich muss sagen, gar nicht so schlecht versteckt. Also ich lasse mir die Sonne auf die Plauze ballern. So. Oh, Kahn geht aus der Schule raus. Okay, alles klar. Mhm. Ja. Also ich habe Kahn bisher noch kein einziges Mal gesehen. Doch, von deinem... Ja. Nein. Ich hab auch überhaupt keinen Überblick da, wo ich gerade bin. Okay. Ich bin nicht da, wo du denkst, Avok. Ich weiß, wo du denkst, das ist. Soll ich sagen, wo ich denke, du bist? Okay, ich denke, du bist in der Poststation. Nein, bin ich nicht. Echt nicht? Nein. Das war genau das, was ich gesagt habe. Das würde zu irgendwas hinführen. Ja, okay, aber so war blöder. Also ich bin in einem Karton, ja, aber ich bin. Okay. Ich bin aber auch. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich keinen von euch finde! Aber auch, warum würdest du dich denn in der Paketstation wohlfühlen? Weil ich mich immer als Karton verkleide und mich da verstecke. Es gab so Amok hat sich immer als Karton verkleidet und mich immer damit rangekriegt. Ich bin 20.000 Mal an dem vorbeigelaufen. Nein, ich bin da, wo auf jeden Fall so ein bisschen, sag ich mal, man kann hier was essen, man kann hier aber auch Kunst genießen. Wie viel Zeit hast du noch? Ich habe noch 30 Sekunden etwa. Oh, okay. Ja, Kino. Okay, ich glaube aber tatsächlich, ich gehe mit einer Nullrunde hier raus. Das kann nicht sein. Das ist ja traurig. Und mit Tipps, ne? Mit Tipps, muss man dazu auch sagen. Stimmt, mit Tipps. Oh! Am Ende wird das hier heute wieder so eine Nullrunde. Ich glaube auch. Ja. Okay, alles klar. Ich habe keinen von euch gefunden. Wo hattet ihr euch versteckt? Komm zurück, wo du gerade vor 5 Sekunden warst. Kann doch nicht wahr sein. Ja, hier. Hi, was geht? Hä? Ich war doch hier drinne! Ja, du hast mich nicht gesehen. Hä? Geh mal doch mal rein! Oh mein Gott, ich hab gesessen! Deswegen hast du mich nicht gesehen! Ah, okay, ja, das kann sein. Ja, gut, das war mal. Oh mein Gott! Ah, okay, aber dann war dein Tipp, den habe ich dann, glaube ich, richtig bekommen. Danja, wegen Kunst, dachte ich so. Hast du. Ja, okay, alles klar. Danja, wo warst du? Ich war auf dem Dach der Schule. Oh mein Gott. Okay, und aber wo warst du? Ich war hinter der Kopflehne eines Bettes im Krankenhaus. Ah, okay, gut. Ja, ich habe in das die. Das sieht man nicht, wenn man aufs Bett guckt. Sonst? Ja, ich habe in die Räume nicht geschaut. Das war ein bisschen blöd. Ja. Oh, okay. Du musst bis zum Bett laufen und dann die Kamera drehen. Bis zum Ende der Wand. Das ist echt. Okay. Alter, aber gut. Du hast eine ganz kurze Chance, hattest du gehabt. Ja, du hast mal leider drüber hinweg gesehen. Ja, muss ich leider zugeben. Okay, aber sind gute Verstecke. Also war eine echte Herausforderung. Sandy, wenn du willst, darfst du als nächstes suchen. Alles klar, können wir gerne machen. Oh, ich kriege aber keine Tipps. Ne? Ja. Na gut, egal. Ich schaue mir mal das schöne Brookhaven-Shirt an. Ja. Okay. Herzlich willkommen in der kleinen Tipps-Gruppe. Nein. Team Lila wird gewinnen, dann. Ja. Okay, ich will auf die Mühe. Ich gehe Kahn auf die Nerven und laufen hinterher. Ja, mach das ruhig. Nein. Also, aber auch mich zu nerven, ne, da musst du schon ganz viel machen. Oh, da musst du Danja heißen. Ja, ich wollte gerade sagen, da musst du das Spiel nicht verstehen, da musst du mich nicht verstehen. Oh Mann, ey. Ey, Sadie ist voll gut, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Aber er kriegt auch keine Tipps, ne, also... Da muss ja schon richtig gut sein. Und es ist ja hier theoretisch jedes mögliche Versteck erlaubt. 4 Minuten sind halt wirklich wenig. Aber ja, warte, das stimmt. Ich die 4 Minuten und nimmt irgendjemand für euch die 4 Minuten. Oh Mann. Okay, mein Timer läuft. Hier kann ich so langsam. Noch nicht, nein, also, noch nicht. Noch nicht. Er läuft noch nicht, aber ich habe ihn schon angerichtet. Boah, Abok, ich weiß nicht, ob das so klug ist, ey. Ey.
Aber ist okay. Ist okay. Nein, bleib hier, ist okay. Bleib hier, bleib hier. Weil es gibt ja keine Tipps. Das stimmt, er kriegt keine Tipps. Also mit Glitschen ist dann das hier okay, oder? Wo bist du denn? Boah, du... Achso, ja, auf jeden Fall. Unfair. Ja, es ist okay. Du kannst ja wirklich gar nichts. Oh mein Gott. Okay, also ich habe mich versteckt, dann ja? Okay. Auch versteckt. Oh Mann, Leute, das wird absolut unmöglich. Hallo, Abok, was machst du denn da? Ich will kurz gucken, wo Sadie ist. Ja, warum was machst du hier denn eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn das hier für eine Aktion? Ich wollte gerade sagen, Abok, du sollst eigentlich an deinem Versteck bleiben. Ja. Wenn er kommt, gehe ich zurück. Wow. Habt ihr irgendwie Angst im Dunkeln, dass ihr euch nicht alleine verstecken könnt? Mm. Hast du damit etwa ein Problem? Ja, ich habe damit ein Problem. Ich muss alleine ausharren jedes Mal und ihr hängt irgendwie ständig zusammen überall ab. Ja, siehst du, die lassen Team Lena einfach überhaupt nicht. Danja, ich komme zu dir. Sag mir einfach, wo du bist. Ja, ich weiß, dass ich... Oh, ja, ich weiß das. Ich weiß das, aber auch. Okay. Danja, also, Sadie kann uns ja gerade nicht hören. Wo bist du denn gerade versteckt? Ey, ganz ehrlich, ich bin zwar dumm, aber blöd bin ich nicht. Ja. Ich fass es ja nicht. Hat irgendjemand was gesagt? Ich habe nichts gehört. Ja. Sadie, wie sieht's aus? Ja, gar nicht mal so gut. Ist gar nicht so einfach, ne? Ja, aber mit vier Minuten und ohne Tipps ist ja wirklich unmöglich. Ja. Ich kann jetzt wirklich... Alter, da müsste ich ja wirklich schon Glück haben. Vor allem Abok brauche ich gar nicht ersuchen. Der hat sich wieder wahrscheinlich irgendwo in Liftopia versteckt. Und, oder als Karton vielleicht. Oder als sogar? Karton, ja, als Karton. Vielleicht stimmt das ja. Ey. Das Ding ist, wenn du Abok gefunden hast, hast du ja auch Kahn gefunden, weil die hängen ja die ganze Zeit zusammen ab. Ja, aber vielleicht war das ja auch nur, um euch zu verwirren. Ich bin verwirrt, aber nicht wegen dir. Dein Leben ist verwirrt. Ah! Danja! Nice! Hast du Danja? Oh, Danja, du bist so schlecht! Och, Mann! Oh, ja, okay, zumindest schon mal keine Bildung. Schnell weitermachen. Okay, oh Gott, Danja, wo warst du? Sie war oben im Rathaus drin. Oh, Danja, ehrlich, so schlecht. Boah, das war so ein Glück, ey, dass ich dich gerade gefunden habe. Ich habe irgendwie jetzt die Intention, dass die bei der Schule sind. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie. Wie viel Zeit hast du noch, Sadie? Ich habe noch, warte, 1 Minute 50. Oh. Ja, das könnte knapp werden. Ich werde auch mal mitsuchen. Okay, das ist nett von dir. Team Lila muss wirklich zusammenhalten. So, keine Tipps für uns, ey. Was für eine Frechheit. Für mich auch. Mann. Okay, damit hat zumindest. Ja. Also, was mich natürlich ein bisschen stört, ist, Sadie hat zumindest einen Punkt jetzt und das ist natürlich nicht so gut. Ah, und sogar ohne Tipps. Mehr als du. Ohne Tipps. Und sogar ohne Tipps. Ja, siehst du, so muss es nämlich sein. Oh Mann, okay. Also ich glaube, bei dir in der Nähe hat sich keiner versteckt, oder, Danja? Also sind nicht in deine Richtung gelaufen. Nicht, dass ich wüsste. Okay, das habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Ich werde ein bisschen nervös gerade. Echt? Nein, ja, wir werden hier doch nicht gefunden. Nein, aber es liegt nicht daran, dass Sadie uns sucht, sondern dass du in meiner Nähe bist. Ja, echt? Okay, ja! Wollen wir kuscheln? Danke, nein. Hi, Kahn. Danke, nein. Okay, Mann, dann geh ich wieder zurück. Du musst dich doch irgendwo jetzt bewegt haben. Ja, aber das ist okay, komm, das ist okay. Ich krieg die Krise, wo seid ihr denn? Sadie, wie lange noch? 40 Sekunden. Oh Mann, ich werde niemand anderen von euch finden. Außer irgendjemand von euch will mich jetzt so triggern, dass er jetzt hier irgendwo auch in irgendeiner Kiste drin versteckt. Warte. Boah, das okay, ist Sadie, ich bin, Sadie, soll ich dir einen Tipp geben? Ich bin Abok. Ja. Da, wo ich bin, ne? Da kann man Luft atmen. Abok auch. Ah, wow. Super Tipp, ne? Bist du zufälligerweise auch gerade in Brookhaven? Guck mal, zweiter Tipp. Okay. Oh, krass. Ich wollte gerade schon den Tetris suchen, mein Gott. Und dritter Tipp, wir haben sogar die gleiche Uhrzeit gerade. Ah, yes. Wow, okay, 7, 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Okay. Ganz ehrlich, 4 Minuten sind so wenig Zeit. Ich glaube, ich bin echt zufrieden damit, dass ich Danja schon gefunden habe. Ein Punkt ist glaube ich, schon richtig viel. Ist auch okay. So, wir waren versteckt unten im Secret Spot. Was für ein Secret Spot? Bei der Bank, im Bunker. Genau, oh mein Gott. Genau, ja, wo man durch die Wand kann. Ja, und Kahn hat sich einfach in meinem Versteck versteckt. Ich war als erstes da, dementsprechend alles cool. Okay. Ich zähle jetzt, weil ich stehe nämlich schon. Okay, Danja sucht jetzt als drittes. Ja, ich bekomme keine Tipps und ich finde das. Was geht, Abok? Na, Sadie?
Ups. Ja. Ich hab dich gerade umgefahren. Ja. Ich wollte eigentlich hier schnell, ne? Ja, ich will mich jetzt nicht unbedingt in deiner Nähe verstecken. Das Gute, ist schon mal, dass Sadie und Abrok nicht bei mir sind. Okay, ich hab mich schon versteckt. Oh, ich noch nicht. Siehst du, es ist nämlich nicht, es sind nicht alle so schnell wie du, Khan. Vielleicht bin ich gar nicht langsam. Dann ja, ich glaube, also ich gehe stark davon aus, dass du Abrok und Sadie im Klamottenladen finden wirst, weil die brauchen ganz dringend neue Kleidung. Oha! Was soll das denn jetzt? Oha, voll gefrontet. Einfach den Merch gefrontet. Na, hallo? Versteckt. Ja. Ja, natürlich. Klar. Okay. Danja, ich glaube, du kannst. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Versteck. Oh Mann. Können. Aber Team Lila muss ja zusammenhalten, deswegen ja, ist mein Versteck nicht so gut. Ja, Team Lila muss ja zusammenhalten, dann sag mir doch mal. Ich wollte gerade sagen, dann hättest du dich einfach auch ins, als Bademeister da anstellen lassen können. Ja, nee, Danja hat mir auch keine Tipps gegeben, sozusagen. Ich mache es nur einfach, indem ich mich etwas leichter versteckt habe. Ja, okay, ich gebe aber euch ich den Tipp. Ich bin Fair Play, ja, also ich spiele nicht. Hallo, stopp, aber auch, was für ein Tipp? Es gibt keinen Tipp. Nein, Danja ist gerade am Pool vorbeigelaufen. Ja, okay, das ist ein Tipp für uns. Ja, eben. So, warte, darf ich das Suchender nochmal rauszoomen oder nicht? Ja, klar, das darfst du natürlich. Nicht okay. Als Suchender, als Versteckender. Ja, meine ich. Ja, genau, ja, klar, kannst du. Okay. Du bleibst ja an deinem Platz. Ja, ich bleibe auch immer an meinem Platz. Ja, natürlich, haben wir ja gerade gesehen. Get lost. Ich höre mich gerne reden. Ja, ich weiß. Ich nehme ständig mit dir auf. Ich weiß, wie sehr du dich gerne reden hörst. Oh. Ich sehe jemanden. Mich? Ja, wahrscheinlich mich. Okay, nee, mich hast du unmöglich gesehen. Das muss ja Danja sein. Danja ist gerade auf so einem Berg oder sowas. Oder ist runtergesprungen. Warum siehst du mich denn die ganze Zeit? Wo hängst du denn? Ja. Oder bist du irgendwo, wo du eine Kamera hast? Vielleicht? Wer weiß? Who knows? Nobody knows. Yes, that's true. Okay. Gut, dass wir uns da einig sind. Danja, wie sieht's aus? Wo bist du? Ich will heulen. So ja, gut, das ist ja nichts Neues. Okay, wo ist der Wasserfall? Was? Warte mal, stopp! Du bist da beim Haus am See? Beim Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus. Okay, gut. Ehrlich. Was? Bist du beim Haus am See? Nein. Ja. ja, ich glaube schon, da bin ich. Ja, ich bin beim raus. See am Haus. Das ist fürchterlich. Wie viel Zeit hast du denn noch? 1:39 habe ich noch. Oh. 1:39, ja, dann such doch mal ein bisschen. Es wäre so schön, wenn ich gewinnen würde mit einem einzigen. Ja, ich glaube, es geht auch darauf hinaus, dass du mit einem Punkt gewinnen wirst, aber. Hey! Aber auch bekommt ja auch noch Tipps. Ah, genau. Stimmt, und aber auch ist gut. Oh, Mann. Ich werde mir Mühe geben. Aber 4 Minuten sind echt wenig Zeit. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist echt krass. Was man echt hätte nehmen müssen oder sowas, ist so, diejenigen, die keine Tipps bekommen, bekommen 1 Minute mehr Zeit oder so. Das wäre cool gewesen. Ja, das wäre dann wieder fair gewesen. Weißt du, was ist? Wäre cool gewesen, aber dafür musst du auch erstmal cool werden, Sadie. Oh, Khan hat wieder neue Leute zum Ärgern gefunden. Danja war gerade im Supermarkt. Schön. Ja. Mann! Okay, Danja könnte noch einen Punkt scoren. Oh. Kriegen. Wer ist denn da? Wie lange hat sie noch Zeit? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt ist sie im Diner, alles klar. Wie du das... kannst es doch nicht verraten. Am Ende stellt sich dann noch jemand irgendwie weg oder sowas. Ja, aber das hätten wir ja als Videobeweis dann. Das darf man ja nicht, stimmt. Das hätte man ja als Videobeweis, dann würde das nicht zählen. Genau. Wie viel Zeit hast du noch? Jetzt habe ich noch 21 Sekunden. Okay. Oh, ich möchte einfach nur heulen. Was ist denn das hier für eine Aktion? Gibt es doch einfach 21 nicht. Sekunden noch. Sekunden ja, noch? Wie viele Sekunden noch? Danja? Oh. Warm. Ja. Sehr, sehr warm. Nein! Was? Oh, mies. Oh mein Gott, wen hast du gefunden? Sie hat mich gefunden in letzter Sekunde. Oh mein Gott. Ich bin dich in der allerletzten Sekunde. Oh. Komm mal raus. Oh, unfassbar. Bist du denn? Ich bin in der Mülltonne. Hier, moin. Wo? Da bin ich da. Seid ihr alle im Flughafen? Nein, ja. Oh, Danja! Oh mein Gott! Siehst du, Danja, wir haben beide einen Punkt bekommen. Nice! Oh mein Gott. Ja. Dabei ist doch dieses Hype-Team unfair. Das Problem ist, Danja kennt meine Versteckung und sie wusste ganz genau, dass ich da bin.
Dann stelle ich mich mal hier hin und dann warte ich mal ein bisschen, ne? Have fun! Okay. Okay. Okay, ich habe mich schon versteckt. Ja, ich... Nicht so ganz. Aber da liegen durfte man sich. Oder? Ja, klar, natürlich. Ja, okay. Die Sachen gehen immer. Nur nicht irgendwie andere Klamotten anziehen oder den Avatar größer oder kleiner machen. Wenn perfekt, ich bin super zufrieden. Nice! Aber auch wird mit 0 Punkten rausgehen. So, ich bin versteckt. Nice. Und ich prophezeie, du findest mich nicht. Okay, dann sind alle versteckt, ne? Ja. Okay. Okay. Also dann legen wir wieder los, ne? Ja, warte, du bekommst ja Tipps. Okay, ach so, okay, okay. Dann, oh mein Gott. Boah, Alter, okay, dann haut eure Tipps raus. Danja, wo bist du ungefähr? Ich bin in einem Gebäude. Wow, danke. Ich auch. Okay. Hey, aber sie könnte ja auch in einer Mülltonne sein. Ja, oder auf dem Schuldach, okay. Ja, oder auf dem Schuldach. Okay, Sadie? Ich bin wichtig. Oh, ja. Alles klar. Und, alles klar. Aber ich bin ganz in deiner Nähe. Also siehst warum? Du mich. Mies. Ich auch. Okay. Untrennbar. Also ich sehe dich. Also nicht, dass ich in deiner Nähe bin. Okay. Okay. Aber ich sehe dich. Du darfst gerne starten. Warte, oh, ich muss eben die Stoppuhr starten. Moment. Ja, mach das. Ja. Go. So, okay. Morgen ruft Kahn mich einfach an und sagt mir, ja, ich komme jetzt mit Abarok auf. Das war irgendwie besser. Ja, okay. Wir haben uns immer gleich versteckt und das hat so funktioniert. Wir sind auf einer Wellenlänge. Sag mal, warum wird hier eigentlich für mich gesprochen? Keine Sorge, Danja. Wir machen dann Team Lila. Sozusagen. Dann machen wir beide zusammen ab jetzt Videos und Kahn mit Danja. Okay. Kahn mit Abarok. Nee. Passt doch. Sadie denkt, er sei wichtig. Ich glaube nicht, ich bin wichtig. Doch, ich bin sehr wichtig. Der Bürgermeister also. Ja, ich bin da gerade schon in dem Gebäude. Das war meine erste Idee. Also, okay. also Leute, wenn ihr nur einen kurzen Blick auf mein Screen werft, ja, dann versteht ihr direkt, warum ich wichtig bin. Warte, also, warum war hier die Tür offen? Hier war die Tür offen. War von einer von euch an der Polizeistation? Ja. Nein. Okay, schade. Ja. Tipp Nummer zwei. Das Licht geht nicht an. Oh Mann. Oh. Ich gehe in die Polizeistation rein und zieh mit um. Egal, ich komm hier. Ah, jetzt. Was waren nochmal die Tipps von den anderen hier beiden? Hier ist keiner im Secret. Danja ist im Haus. Danja ist in dem Haus. Oder nicht draußen. Wow. Mein Tipp war, ich bin ganz in deiner Nähe. Okay. So. Also, aber macht sich gerade. Helikopter bist du auch nicht. Macht sich gerade auf dem Weg zur. Ja. Zu, er will sich die Haare, glaube ich, mal. Ah, doch nicht. Er geht ein bisschen feiern. Nee. Ja. Da. Nein! Oh, Mann! Yes. Nein! Aber verstehst du, warum ich wichtig bin? Hä? Ach so. Ah, okay, du bist ein VIP. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, Kahn wäre hier, weil er mich die ganze Zeit sieht. Na, ich war hier. Ich war hier. Och, Mann. Tja, okay. Du kannst mich doch nicht finden lassen. War ja klar. War ja klar. Mann. Okay, aber das Gute ist, Kahn kann nur verlieren. Oh, Mann. Ja, ich habe 0 Punkte einfach. Ja. Ja, aber was ihr natürlich vergessen habt, ist, weil wenn ich in der letzten Runde nicht gefunden werde, dann bekomme ich 4 Punkte. Ach so. Ja, okay. Mhm. Ey, Leute, ich glaube, ich habe zwischenzeitlich unbewusst geschummelt. Ich glaube, ich habe zwischenzeitlich auch rausgezoomt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ist nicht schlimm. Wenn es dir nichts gebracht hat, ist nicht schlimm. Ja, okay. Also ich finde, es gibt einen Minuspunkt. Nee, zwei Minuspunkte. Oh Mann. Okay. Jemand ist. Sadie war wichtig. Ich war wichtig, Kahn, aber auch geh doch zur Schule, ist okay. Okay. Ich benutze jetzt ein Skateboard, ich suche ja nicht mehr. Mein Tipp war, ich bin ganz in deiner Nähe. Ey Kahn, ich habe dir vorhin zwei Tipps gegeben. Komm, hau einen zweiten raus. Ja, also. Ich habe noch eine Minute Zeit. Ja, such doch Danja! Oh Mann! Und ich war vorhin so nett. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp, okay? Okay, hau raus. Ich bin auf jeden Fall im Zentrum, also im Zentrum. Okay. Okay, dann bist du irgendwo auf dem Dach. Du bist hier oben im Schornstein vom Kindergarten. Wetten? Nein, da kann man sich nämlich reinglitschen. So, da gehe ich jetzt erstmal hin. Ich habe noch eine Minute Zeit und deswegen gehe ich da jetzt erstmal hin. Das ist der Rest der Zeit, den ich endlich habe. Mhm, da ist Kahn drin, ja. No, Mann! Da ist er nicht. Du bist hier irgendwo auf dem Dach. Das. Ja, mal gucken, ob du es auch in der Zeit schaffst. Oh, ich habe noch 20 Sekunden ungefähr. Nein. Ey, wehe, du bist hier in dem Heli drinne. Sadie war das. Oh Mann. Ich dachte gerade, da wäre jemand. Du hast mich zweimal gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt einen Punkt Abzug. Noch 10 Sekunden. 9. Ach, aber du hast es nicht geschafft. Nein. Wo bist du? Ich sehe dich nicht.
Sandy hat mich gefunden. Nein, ja? Wo ist Sandy? Nein, oh, die 4 Minuten sind um. Oh. Komm mal vor die Polizeistation. Bist du da oben im Dach? Also ich würde sagen, dass ich dich gefunden habe, gibt mir auch einen Punkt, der ganz bestimmt nicht gleich, oder? Nein, warum nicht? Hallo? Nö. Okay, Kanye, bist du wenigstens nicht einzig. Achso, doch, bist du dann. Aber trotzdem. Danja, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Du bist die ganze Zeit so still. Ja. Ich hab ja auch das beste Versteck von uns allen. Wo warst du? Feuerwehrwache. Ah, okay, ich weiß wo. Ja, okay. Das schauen wir uns doch zum Abschluss an. Also, Leute, ich gehe mit 4 Punkten nach Hause, weil ich nicht gefunden wurde. Die anderen haben 1 Punkt. Wurde es gefunden? Nein, also es ist so. Die streitig, die 4 Punkte. Ja, ich habe keinen gefunden. Die anderen haben mindestens eine Person gefunden. Hier in der Ecke. Hier, hier. Hier drunter. Jeder von uns wurde mal gefunden. Nee, Kahn wurde nie gefunden. Oha, wie krass. Ja. Da drin kann man sich nämlich, wenn man sich richtig dreht, komplett verschwinden lassen. Oh, Leute, das ist das Krasseste. Das war das unfaire Hide-and-Seek hier mit Danja, Abok und Sadie. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Alle außer Kahn haben gewonnen. Nö, ich habe doch gewonnen. Ich habe noch 4 Punkte. Na? Ja, ja, 4 Punkte. Ja, es ist mein Video, also mache ich, was ich will. Ich habe gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Und ciao. Ciao. Nein, ey, sag mal, was ist denn los? Warum guckst du direkt hier? Okay. Ich habe das Gefühl, du bist auf einem Dach irgendwo. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und herzlich willkommen hier in Brookhaven. Und dieses Video wird heute mal wieder gedreht mit... Leider. Ja. Danja, hallo, alles klar? Ja, bei dir? Ja, alles gut. Leute, wir sind heute mal in Brookhaven und zwar als Kahn und Danja, weil... Danja, ich möchte heute mal Verstecken spielen mit dir. Hide and Seek hier in Brookhaven. Oh, hast du da Hoffnung, dass du das gegen mich gewinnst? Ja. Das ist mutig. Ja. Gibt's Regeln? Genau, es gibt ein paar Regeln. Und zwar ist es so, 3 Minuten darf immer gesucht werden. Mhm. Beziehungsweise wir machen 3 Minuten. Verstecken darf man sich hier nur sozusagen im Zentrum von Brookhaven. Also zum Zentrum zählt aber auch das Kino und so, ne? Also ich meine, man darf sich jetzt nicht in den Häusern oder so verstecken. Ja, also alles hier unten in der Stadt quasi. Genau, richtig. Da darf man sich natürlich in den Gebäude halt verstecken. Aber nicht zu den Ställen und nicht da hinten zu dem verlassenen Haus. Also am Flughafen ist Schluss, da an dem Bogen ist Schluss. Richtig. Okay. So sieht's aus. Wichtig ist auch, man darf sich nicht in den Secret Places verstecken. Was ist das denn für ein Käse? Ja, wofür machen wir das denn hier dann darf überhaupt? Darf man nicht, Und die Ich weiß gar nicht, was du meinst mit Secret Places. Ja, du weißt ganz genau, was ich damit meine. Und ich glaube, das war schon. Mehr muss ich nicht sagen. Und wir starten immer hier in der Mitte. Okay, willst du zuerst suchen? Ich würde zuerst suchen, okay? Okay. So, du darfst dich jetzt verstecken. Ich warte jetzt so eine Minute. Wir überspringen das jetzt mal für euch. Ne? Das heißt, du versteckst dich jetzt mal. Ja, ich bin unterwegs. Okay, ich bin versteckt. Okay, Danja, bist du soweit? Ja. Okay, dann gucke ich bei mir hier auf die Uhr und zwar ab jetzt 3 Minuten, okay? Und go. Yep. Okay. So. Also allzu weit kannst du ja nicht sein, weil du hast dich relativ schnell versteckt, Danja. Vielleicht bin ich auch mit dem Auto gefahren. Ja, ich lasse mich jetzt erstmal nicht von dir nerven. Okay, ich sehe... Hier gerade noch nichts. Hier auch nichts. Ich gehe mal nach hier oben und versuche mir hier einen Überblick zu verschaffen. Okay, hier bist du jetzt gerade nicht. Wie gesagt, du darfst nicht in die Häuser rein, auch nicht in die Apartments, ne? Nein, bin ich nicht. Also in keine Wohnhäuser, ne? Ja, genau. Also in keine Wohnung sozusagen. Ja. Okay, bist du vielleicht im Kino dann, ja? Habe ich dich etwa entdeckt? Danja? Kahn? Habe ich dich im Kino gefunden etwa? Nope. Okay, also hier sehe ich dich bisher noch nicht. Im TV-Studio bist du auch nicht. Okay. Bisher gar nicht so schlecht. Leute, ihr könnt ja mal die besten Verstecke
hier in Brookhaven außer den Secret Places mal preisgeben in den Kommentaren. Bist du vielleicht in der Rutsch? Also ich kann dir sagen, ich bin wirklich an keinem Secret Place. Ja, wie gesagt, das würde ja jetzt auch gegen die Regel verstoßen. Ja, ich bin an einem öffentlich zugänglichen Ort und wenn man mich sucht an der richtigen Stelle, kann man mich auch finden. Okay, so, ich habe noch knapp eine Minute dann, ja? Eine Minute, wo bist du denn? Bist du etwa, du bist am Flughafen? Ja, ich hab dich, du bist am Flughafen. Nope. Ich hab dich aber, ich sehe dich doch gerade. Nein, du siehst mich nicht. Doch, ich sehe dich. Nein. Doch. Du kannst mich nicht sehen, weil ich nicht am Flughafen bin. Doch, dann ja. Oh, wo bist du denn, Mann? Tanja, wo bist du? Das werde ich dir jetzt nicht sagen. Oh, wo bist du? Wenn wir das jetzt in Real Life spielen würden, könntest du ja sagen, Mäuschen, piep einmal, aber das bringt dir jetzt nicht so viel, ne? Nein, das bringt gar nichts. Bist du vielleicht bei der Bank? Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe nicht mehr so viel Zeit, nur noch 20, 30 Sekunden. Och man, Danja. Och man, Kahn. Oh. Habe ich hier ein Secret Place gefunden? Anscheinend. Ja, okay, die Zeit ist vorbei, Danja. Oh. Wir treffen uns wieder in der Mitte. Das tut mir wirklich leid. Tja, hat er mich nicht gefunden. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Sag ich dir nicht. Oh, sag schon, weil dann musst du beim nächsten Mal ein anderes Versteck nehmen. Ich verspreche, dass ich beim nächsten Mal ein anderes nehme. Gut. Du siehst es ja im Schnitt, wo ich war. Ja, okay. Gut. Ich gucke dahin gegen die Wand. Okay, und ich versteck mich. Warte ich. Ja. Okay, du kannst kommen. Okay, dann stelle ich mir mal einen Timer. Ich suche jetzt. Auf geht's. Okay. Ich bin gespannt. Leute, ich schreibe für euch auch immer rein, sozusagen. Mit Schriftzug, jetzt müsstet ihr es sehen, wo ich mich gerade versteckt habe, weil man kann es vielleicht nicht direkt erahnen. Bei Danja würde ich das dann natürlich auch machen. Man kann es nicht direkt erahnen. Ja, natürlich nicht, Danja. Denkst du, ich verstecke mich jetzt irgendwo, wo du auf Anhieb hinkommen könntest? Na, eigentlich schon. Aber ich glaube, du wirst mich nicht finden. Du wirst mich definitiv nicht finden. Meinst du? Ja. Weil ich habe mich so gut... Brookhaven ist halt wie mein zweites Zuhause mittlerweile. Nach Adopt Me Town natürlich. Naja. Ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst mich nicht finden. Ich meine, das Zentrum ist ja auch ziemlich groß, muss man ehrlicherweise sagen. Das stimmt. Und 3 Minuten sind schon extrem wenig Zeit. Ja, vielleicht setzen wir bei der zweiten Runde was drauf, Danja. Och, Danja. Wo bist du denn? Ja, wo bist du, ist die Frage. Tja, ich glaube nicht, dass du mich finden wirst. Wo bist du, ist hier die Frage. Ich würde vielleicht gleich nur bei der zweiten Runde müssen wir einen Tipp geben, okay? Nur einen Tipp. Okay. Und der Tipp heißt dann nicht irgendwie, keine Ahnung, ich bin hier oder da, sondern irgendwas. Das ist schon klar. So, irgendwas. In dieser Runde zählt das noch nicht. Stimmt, Sammy? Ja, Samira sagt auch, in der zweiten Runde dürfen wir einen Tipp geben. Beim 24-Stunden-Verstecken in Brookhaven. Hier hängt er auch nicht rum, das gibt's doch nicht. Ich hab nur noch 1 Minute, ey. Tja, Danja. Mann, ey. Und du bist an keinem Secret Place? Nein, wirklich nicht. Ich mach sowas nicht. Ja, ich mach sowas nicht. Hallo! Nein, diesmal, es ist versprochen, Leute, ihr könnt es sehen, es ist kein Prank. Es ist wirklich kein Prank. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt nochmal darüber und suche da nochmal. Okay, du hast noch knapp 1 Minute, ne? Nee, 24 Sekunden habe ich jetzt noch. Achso, okay, ja, noch besser. Noch besser! Oh, Mann. Und wie sieht's aus? Ich bin genervt. Mann. Oh Mann, die Zeit ist abgelaufen. Okay. Wo war dein letzter Standort jetzt? Ich war jetzt gerade beim Eisladen. Okay, alles klar.
Wie gesagt, jetzt, es bleibt bei 3 Minuten in dieser Runde, aber wenn du dich versteckt hast... Aber ich muss dir einen Tipp geben. Gibt's einen Tipp, genau. Okay, ich sehe jetzt fast gar nichts. Dementsprechend kannst du dich jetzt verstecken. Gut, dann verstecke ich mich jetzt. Okay, ich bin versteckt. Okay, und ein Tipp bitte. Und der Tipp ist... I can see you. Wie? Ich kann dich sehen. Ach so, okay. Gut, dann würde ich sagen, starte ich mal jetzt. Du kannst mich sehen. Aber nicht über eine Kamera, ne? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ja, aber das... Oh. Okay, okay, okay. Ich habe vielleicht eine Idee, wo du sein könntest. Ich schau mal. Ich habe das Gefühl, du bist auf einem Dach irgendwo. Könnte es natürlich auch hier irgendwo im Laden sein, aber ich habe das Gefühl, du bist auf einem Dach, Danja. Ist das korrekt? Ich sag dazu gar nichts. Huch! Bist du runtergefallen? Ja. Dann musst du auch da bleiben. Ich hab mich jetzt ein bisschen bewegt. Nicht weit weg, aber ich hab mich bewegt. Nein, also, ja, das ist aber nicht so schlimm. Okay, du kannst. Also, ja, da muss ich dir jetzt aber nochmal einen neuen Tipp geben. Ja, okay. Los, schnell! Schnell! Unter einem Tisch. Okay, unter einem Tisch. Oh, doch, hier, ich hab dich! Ich hab dich! Ja. Oh Mann, ich sehe zwar nur deine Haare, aber ich sehe dich. Blöd. Yay! Total blöd. Warum bin ich da runtergefallen? Wo warst du denn vorher? Du hast mich nämlich fast gesehen. Wo warst du denn vorher? Aber dieser blöde Nachtclub hat sich dann geschlossen. Ich war da oben und da habe ich bei dem Nachtclub-Schild quasi unten drunter gelegen und du standst direkt neben mir und ich habe schon richtig Panik geschoben und dann hat sich plötzlich dieses blöde Schild weggedreht und dann bin ich auf den Boden gefallen. Da, wo Club Brooks stand? Ja. Heftig. Weißt du, was das Witzige ist? Ich wollte mich da jetzt eigentlich auch verstecken bei dem Schild. Ja, ich hab's in der letzten Runde nämlich schon gedacht, dass es voll das gute Versteck ist, aber es war dann weg. Okay, okay, gut. Also steht 1-0 für mich. Ja. Dementsprechend machen wir weiter hier in unserer Hide-and-Seek-Challenge. Das hätte so gut funktionieren können. Bist du versteckt? Ich bin versteckt und mein Tipp ist, ich muss auf Klo. Du musst auf Klo. Okay, dann starte ich mal. Also ich, nur kurz zur Info, ich bin aber in keinem Haus, ne? Also Wohnhaus zumindest nicht. Also man kann hier aufs Klo, aber es ist jetzt nicht so, dass ich in einem Haus bin. Ich kann es gleich nochmal zeigen, wenn ich draußen bin. Oder beziehungsweise ich habe es hier hingeschrieben. Okay, du kannst gerne starten. Ich bin unterwegs, ich suche. Okay, hier nicht. Ich suche, ich suche, ich suche. Man kann hier halt fast überall aufs Klo. Ja, das stimmt. Ja, wobei, nein, nicht überall. Aber schon an vielen Orten. Ja, aber nicht überall dann, ja. Nicht überall. Ich habe aber nicht gesagt überall, ich habe gesagt fast überall. Aha. Aber ich habe das Gefühl, du wirst mich trotzdem nicht finden. Weil was das Verstecken angeht, dann ja, bin ich ja schon wirklich fast so gut wie bei Obis, ne? Naja. Ja, doch. Naja, gefunden. Gefunden. Was? Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Wieso hast du mich gefunden? Tja. Mann! Tja, dann würde ich sagen, es ist jetzt ein 1-1, ne? Ey, wie hast du mich denn gefunden? Oh, das ist jetzt aber nicht fair. Tilly, warum ist das nicht fair? Ich hast du geschummelt? Na, wie soll ich denn schummeln? Weiß ich nicht. Soll ich mich in deinen Computer hacken oder was? Ja, kann ja sein, dass du vielleicht mit meiner Frau telefoniert hast oder so. Wir machen jetzt erstmal noch eine weitere Runde und mal gucken, wie lange es dauert. So, komm, mach weiter. Okay. Okay, ich bin versteckt. Ja? Dein Tipp? Mein Tipp ist eine dunkle Ecke. Starten wir jetzt. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Bin ich gespannt.
Okay, da bist du nicht. Wo bist du dann, ja? Wo bist du? Also, ich schaue jetzt nochmal. Ich dachte, du weißt, wo ich bin. Ja, ich glaube, ich weiß auch, wo du bist. Ich wollte es halt nur ein bisschen spannend gerade machen, weißt du? Ach so, kann ich schon verstehen, ja. Ich wollte es halt nur ein bisschen spannend machen. So. Wo bin ich denn? Nein, ich hab dich gleich. Keine Sorge, ich hab dich gleich. Okay. Ich habe dich gleich. Na gut. Ich glaub da ja nicht dran, aber... Doch, doch. Ich hab dich gleich. Weil ich weiß, wo du bist. Aha. Ich weiß doch, wo du bist, Danja. Also denkst du jetzt wirklich, ich suche dich und ich finde dich nicht? Also bitte. Denk ich schon, ja. Ich glaube nicht. Wo ist Danja? So, ich hab noch knapp eine Minute. Ja, hast ja jetzt spannend genug gemacht, oder? Ja, ich glaube, ich, Da kannst du ja jetzt langsam das Versteck finden. Ja, ich glaube schon. Ja, ich hab dich. Ach ja? Dreh dich um. Tja, Pech gehabt. Kahn, du hast mich nicht. Wo bist du denn? Ich hab gesagt, kein Secret Place. Ich bin in keinem Secret Place, Kahn. Ich spiele den Regeln entsprechend. Oh Mann! Das ist aber nicht fair. Was ist denn daran jetzt schon wieder nicht fair? Ich kann doch nichts dafür, dass du verlierst. Ja, ich finde das nicht so fair, muss ich sagen. Ich finde das nicht so fair. Okay, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, ist in Ordnung. Oh, hast du mich nicht gefunden? Wo warst du denn? Das ist aber wirklich ärgerlich. Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Wo hast du denn gesucht? Sagen wir es mal so. Ja, überall, ne? Fast. Okay, du bist schon hier. Okay, dann kann ich mich schon verstecken. Danja, ich habe einen Tipp für dich. Baum. Baum. Ja. Das ist mein Tipp. Der Tipp ist Baum. Ja, der Tipp ist Baum. Okay, dann suche ich mal los. Also solltest du mich eigentlich finden. Du solltest mich eigentlich finden, Danja. Es gibt so viele Bäume in Brookhaven. Ja, ich hab dich gefunden. Das war jetzt echt Was? Total schlecht. Oh, Versteck. Ist das dein Ernst? Warum bist du denn so schnell? Was ist das denn für ein Minusversteck? Ey, jetzt mal ehrlich, Kahn, das waren nicht mal 30 Sekunden, die ich gebraucht habe. Ja, aber das war eigentlich ein gutes Versteck. Wie bist du denn drauf gekommen? Das war ein grauenhaftes Versteck. Okay, okay, ich würde eine finale Runde hier noch bei der Hide-and-Seek-Challenge gerne machen. Jetzt, kein Problem, Kahn. Ich möchte aber auch einen vernünftigen Tipp von dir, okay? Ich gebe dir nur vernünftige Tipps. Okay, ich bin versteckt. Okay, dann brauche ich einen Tipp. Ja, ich gebe dir den Tipp. Ich höre. Ohne mich, ohne mich ist es überall dreckig. Okay. Ohne mich ist es überall dreckig. Boah, was könnte das denn sein? Gefunden! Nee. Das kann nicht sein. Das ging jetzt viel zu schnell. Du hast doch einfach geschummelt. Nein, kann ich dir was sagen? Gefolgt? Das war mein Versteck in der ersten Runde. Ist heute irgendwie Twin Telepathy oder so? Was? Echt jetzt? Ja, ich hab mich hier hinterm Tisch versteckt. Ach, krass. Ja, und das war meine erste Runde, deswegen bin ich direkt auf Hausmeister gekommen. Ach, heftig. Ach, Mist, ey. Okay, eine letzte Runde dann von mir noch. Ja, habe ich einen Punkt vor. Ja, nee, ich muss jetzt gewinnen. Sonst gewinnst du heute hier die Brookhaven Hide and Seek Challenge. Das wäre natürlich hart. Wir haben uns den ganzen Tag versteckt und du machst das zu gut, finde ich. Dann verstecken Sie sich mal. Ich hab was? Okay, mein Tipp ist Schränke. Ist mein Tipp. Also Schränke gibt's ja viele. Gefunden. Nein! Ey, sag mal, was ist denn los? Warum guckst du direkt hier? Ich weiß nicht, es ist halt direkt daneben. Och Mann!
Ich habe sowas von abgenutzt heute bei der Hide-and-Seek-Challenge. Hide-and-Seek-Challenge, glaube ich, gewonnen. Yay! Ja, Glückwunsch. Ey, ich habe sowas von abgenutzt heute. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann noch in Brookhaven. Also, eigentlich müsste ich hier gewinnen. Aber gut, okay. Ich muss zugeben, heute waren meine Verstecke echt nicht gut. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches Versteck hättet ihr denn gewählt? Ne, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich muss einfach zugeben, dass Danja heute gewonnen hat. Aber der Grund, warum Danja heute auch gewonnen hat, ist natürlich auch ganz einfach zu erklären, Leute. Weil ich einfach super bin. Nein, weil es meine Challenge war. Und ich habe natürlich eine Challenge gemacht, wo ich dachte, dass Danja sie auch gewinnen kann. Weil bei anderen Challenges sieht sie einfach nicht so gut aus. Und aus diesem Grund, Leute, Glückwunsch an Danja. Ich habe gar nicht gehört, was du alles gesagt hast. Ich habe einfach mein Siegertänzchen aufgeführt. Ich habe heute gewonnen, Leute. Das ist das Wichtigste. Das sollten wir uns mitnehmen. Das sollten wir überall unter Kahns Videos schreiben und unter alles, was Kahn so postet. Und Kahn sollten mir ganz viele Nachrichten schreiben, dass ich gewonnen habe. Tschö. Tschüss. Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Hallo? Ich würde gerne hier wieder raus. Hallo! Ich würde gerne hier wieder raus. Ich habe Hallo! Hallo! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Und Danja, herzlich willkommen mal wieder in Brookhaven. Na, alles klar bei dir? Danja? Hallo. Danja? Hallo. Ja, kannst du, wenn ich mit dir spreche, ne, möchte ich auch, dass du antwortest, Danja. Das ist jetzt dein Problem. Wie dem auch sei. Leute, wir spielen heute kein XXL Hide and Seek, sondern ein XXS Hide and Seek, oder Danja? Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Aber du hast es verstanden, oder? Ja, ich habe es verstanden. Ja, wir sind heute Babys so in Brookhaven und heute verstecken wir uns in Häusern. Das heißt, wir bauen uns jetzt immer zu einer Runde ein Haus auf. Ne? Am besten bitte nebeneinander. Ja. Und wir verstecken uns dann in einer der Häuser. Und die andere Person hat dann als Baby 2 Minuten Zeit zu suchen. Okay? Okay. Wer muss ich denn als erstes verstecken, ist die Frage. Ja, ich würde sagen, ich verstecke mich als erstes, okay? Du darfst dir ein Haus aussuchen und ich suche mein Haus aus. Mhm. Und es ist immer sozusagen, jede Runde ist unterschiedlich, okay? Ja, okay. Gut, ich habe jetzt das Halloween-Haus gewählt. Kurz warten, weil das dauert ja 10 Minuten, bis man sich dann neues Haus... Nein, nicht auf privaten Servern. Auf privaten Servern nicht. Ach so, okay. Da kann ich das immer ändern. Okay, so, du gehst jetzt bitte einmal hier, drehst dich um und ich suche mir jetzt aus, in welchem Haus ich mich verstecke. So. Okay. Ich sehe nichts. Können Sie sich verstecken jetzt? Alles klar, mache ich. Okay, ich habe mich versteckt und wie gesagt, du hast nur 2 Minuten Zeit, ne, Danja? Ja, okay, 2 Minuten sind nicht viel. Loslegen. 3, 2, 1, Start. So, in welchem Haus ist er wohl? Also zuerst einmal musst du natürlich das richtige Haus aussuchen. Und dann musst du mich natürlich noch finden. Musst du aber im Haus sein oder kannst du dich jetzt zum Beispiel auch im Vorgarten von dem Haus verstecken? Ja, im Vorgarten geht auch, natürlich. Okay. Also alles, was das Grundstück sozusagen macht oder hat. Okay. Alles, was auf dem Grundstück ist. Mhm. Also rein theoretisch könnte ich mich auch auf der Straße davor verstecken, aber gut, dann würdest du mich halt direkt sehen. Ne? Vielleicht aber auch nicht. Nein, also es ist auf jeden Fall auf dem Grundstück von den Häusern, würde ich sagen. Okay. Ja. Und wie ist das mit Secret Spots? Ja, wenn es in den Häusern Secret Spots gibt, klar. Okay. Wenn man welche findet, dann soll man auch belohnt werden. Na gut. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Ey, das ist echt nicht viel Zeit, ne? Also, 1 Minute ist nicht viel Zeit. Zwei. Ja, meine ich ja. Ja. Ja, ich weiß, aber ich möchte es auch nicht zu einfach machen, ne? Ja, weil 3 Minuten finde ich dann schon wieder ein bisschen lang. Und es ist ja auch nicht die XXL Hide and Seek Challenge heute, Danja. Sondern die XXS Hide and Seek. Challenge. Ja, richtig. Boah, keine Ahnung. Ich werde dich, glaube ich, nicht finden. Das ist echt
Schwierig. Ja, also klar. So, das ist nicht einfach, Danja. Das ist wirklich nicht einfach. Ja, das Ding ist, ich habe halt eigentlich irgendwie im Gefühl, weil das Problem ist natürlich auch, Danja, ich kann mich super gut verstecken. So, und ich kann natürlich auch besser zocken als du. Und dementsprechend ist das alles so, das sind so Faktoren, die kommen dazu. Ich muss dich gleich wieder auf stumm schalten, weil sonst halte ich das einfach nicht aus, ey. Zeit ist um. Es geht so schnell. Okay, sehr gut. Also ich habe das Gefühl gehabt, darf ich es kurz sagen? Ich habe das Gefühl gehabt, du bist in dem Haus, was ich aus... Ah nee, ich habe dich gerade gesehen, okay. Mm-mm. Ich war im Halloween-Haus und da war ich im Schlafzimmer und beim Schlafzimmer gibt es einen Secret-Spot sozusagen unter dem Bett. Ja. Ah, okay. Und da war ich gerade. Okay? Super, 1-0 für mich. Also diese Runde bleibt bei diesen Häusern noch. Okay. Und gleich wechseln wir dann, okay? Du darfst dich gerne verstecken, ich bin hier beim Baum. Let's go. Ich wusste, dass du mich nicht findest, Danja. Also du darfst aber trotzdem, wenn du dich jetzt für ein Haus entschieden hast, darfst du trotzdem zwischendurch wechseln, ne? Wenn du merkst, okay, ich könnte doch vielleicht im anderen Haus sein. Ja. Also du musst jetzt nicht nur, weil du dich für das eine Haus entschieden hast, zu suchen. Also für das Verstecken, ja, das gilt. Aber nicht fürs Suchen. Ja. Okay, ich bin versteckt. Oh, das ging schnell. Go. Okay. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass du in deinem Haus bist. Mhm. Ich guck mal direkt hier auf dem Spielplatz, ob du hier bist. Danja, bist du da? Bist du hier? Ja, ich glaube, du... Oh, ich krieg die Tür kaum auf als Baby. Was ist das denn? Ja, das ist bei mir aber auch manchmal, aber keine Ahnung warum. Oh, das ist hier natürlich... Dein Haus ist hier gut verwinkelt, ne? Mhm. Bist du denn? Hm. Das ist nicht einfach. Okay, ich habe jetzt eine Minute schon in deinem Haus verbracht. Mhm. Was meinst du denn? Also denkst du, ich bin in meinem Haus? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Okay, ich mache mich auf den Weg zu meinem Haus. Mach das mal. Man kriegt die Tür hier kaum auf. Okay, bist du vielleicht in meinem Haus? Ich muss natürlich jetzt überall gucken. Die Zeit ist gleich um, Ich glaube an dich. Okay, Zeit ist um. Ah. Wo warst du? In der Waschmaschine, weil du immer sagst, dass ich stinke. Bei dir oder bei mir im Haus? Bei dir im Haus. Wo ist denn hier eine Waschmaschine? Ach so, hier. Ah, okay, hier habe ich nicht geguckt. Ah, hätte ich vielleicht gucken sollen. Okay, okay, okay. Damit steht es 1-1. Wir wechseln mal die Häuser. Ja. Okay, so. Hier auch nicht. Schon schwierig. Ist zwar jetzt nicht super, aber ich versuch's trotzdem mal. Okay, ich habe mich versteckt. Auf los. Los. Okay, 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 okay. Hast ja gesagt, ist zwar jetzt nicht super. Ja, ich glaube. Okay. Es ist halt schon sehr schwierig in Brookhaven, finde ich, weil... Ja, sobald natürlich. Du halt natürlich ist das schwer. Danny, das ist ein Hide-and-Seek. Natürlich muss es schwer sein. Also was denkst du denn bitte? Nee, weil sobald du dich halt irgendwo reinglitscht...
Ja, klar. Sieht das man ist natürlich auch nicht halt ganz einfach, Leute. Null. Was meint ihr? Also, was ist so ein richtig gutes Versteck in Brookhaven? Sagt es mal bitte. So ein richtig gutes Versteck. Was wir vielleicht auch bisher noch gar nicht entdeckt haben. Oder vielleicht, wo wir auch schon waren. Ha? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich muss, glaube ich, schon wieder das Haus wechseln zum Suchen. Bist du bei dir oder bei mir? Bei mir gerade. Okay. Okay, let's go. Ich glaube, ich gehe noch mal ganz kurz hier gucken. Ja, mach das. Nee, okay. Und ich kann mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass du in den Geheimspot gegangen bist in dem Haus. Da gibt es einen Geheimspot? Ja, das weißt du auch. Da waren wir bei schon. Bei welchem? Bei meinem. Ach so, bei dir. Ja, stimmt. Ja, dieser mysteriöse Konferenzraum, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, ich weiß. Am Ende bist du da einfach. Könnte natürlich auch sein. Ja, das wäre natürlich richtig klug. Denke, die Zeit ist um. Oh. Ja, ich war bei mir im Haus. Ja. Mist. Mein Haus ist ja ziemlich groß. Ich war, glaube ich, in der ersten Etage. Okay. Oder zweiten? Ja, im Badezimmer. Also da, wo ich gerade bin? Dieses, nein, ich glaube nicht. Also ich sehe dich gerade auch nicht. Okay. Also du hättest mich auch gesehen. Also ich war in so einer Pflanze, aber auch nicht super gut versteckt. Mist. So. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage. Es sind halt zwei sehr gute Häuser zum Verstecken, ne? Das muss man mal ganz klar auf jeden Fall sagen. Also es sind definitiv zwei Häuser, wo es sehr, sehr viele Verstecke gibt. Jetzt muss ich nur überlegen, in welches du quasi nicht reinkommen würdest. Ich bin versteckt. Hast du was? Ich bin versteckt. Okay, 2 Minuten ab jetzt. Okay. Ich glaube, ich starte mal bei mir. Wo bist du denn, ja? Wo bist du? Wo bist du? Okay. Tja, wo könnte ich sein? Also ich suche gerade bei mir im Haus. Bin mir ehrlicherweise aber gar nicht so sicher. Ja, ich glaube, bei mir im Haus bist du nicht. Ich suche mal bei dir im Haus. Wenn ich jetzt hier natürlich rauskommen könnte. Ach man, wie komme ich denn jetzt hier raus? Okay, hier. Oh, ich habe dann ja gefunden, hier. Also dein Logo zumindest. Mein Logo? Also dein Avatar. Ja, dein Avatar vorm Kopf. Vorm Haus. Ach so, ja. Nee, nicht ganz. Das bin ich nicht. Okay. Muss ich jetzt aber nicht da unten versteckt, oder? Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich sag doch auch, 2 Minuten sind echt wenig Zeit. Okay, Zeit ist um. Zeit ist um, Danja. Das freut mich. Du bist echt gerade so knapp an mir vorbeigelaufen. Wo warst du denn? Im Keller, im Verbindungshaus, in dem Bücherregal war ich drin. In welchem? Hier. Och man, ich wusste gar nicht, dass man da... Oh, toll. Ja, also war es richtig knapp. Okay, alles klar. Danja, wir machen es in der letzten Runde jetzt so. Wir müssen uns jetzt in unserem Haus verstecken, okay? Okay. Aber dann also machen wir jetzt wieder ein neues Haus, ne? Ja. Ja, also jetzt zur letzten Runde genau ein neues Haus. Aber wir müssen uns in unserem Haus verstecken, okay? Mhm.
Okay, so. Ich könnte natürlich die Tür abschließen. Könntest du? So, dann wollen wir mal rein. Okay, vielleicht. Ja, die Räume sind schon ziemlich klein, ne? In dieser Rakete hier. Mhm. Okay, alles klar. Gut, ich bin versteckt. Du kannst kommen. Okay. I'm Karl ready. Ist in seinem Haus. Dann starte ich mal. Es ging halt jetzt auch nicht so übelst schnell mit dem Verstecken, aber die Raketenbasis ist halt schon echt sehr, 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 sehr groß. Mhm. Mit sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten. Mhm. Wo man sich. Okay, hier komme ich gar nicht rein. Ich hoffe, da bist du nicht. Okay. Also ich habe nichts abgeschlossen oder so. Das wäre auch echt ganz schön frech. Ich komme nicht rein in deine Raketenbasis. Okay. Das ist natürlich ganz besonders gut. Bist du sicher, dass du nicht abgeschlossen hast? Nein, habe ich nicht. Ja, dann such doch erstmal weiter. Ja, such doch erstmal weiter. Also ich bin auf jeden Fall da, wo du reinkommst. Ach, na gut. Ich hoffe es. Ich hoffe das für dich, mein Freund. Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Hallo? Ich würde gerne hier wieder raus. Hallo? Ich würde gerne hier wieder raus. Ich habe Hallo. Hallo. Deine Raketenbasis hat was gegen mich, Karl. Erst sperrt sie mich aus der Basis. Und dann werde ich eingesperrt unten in diesem Starter-Dingsbums. Okay. Kommt man da nicht raus? Naja, ich bin jetzt wieder rausgekommen, ja, aber einfach war es jetzt nett. Da habe ich jetzt natürlich sehr viel Zeit verloren. Ich habe jetzt nur noch 20 Sekunden. Meine Kamera ist gerade kurz ausgegangen, aber ja, damit müssen anmachen. Wir jetzt kurz leben. Ja. Kann ich? Ich habe alles abgesucht, wo ich rein kann. Ich komme da nicht rein. Ja, dann hast du mich nicht gefunden. Ja, wenn ich nicht reinkomme, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Ist vorbei? Ja. Dann ja, komm mal nochmal unter die Rakete. Du warst jetzt nicht unter der Rakete, wo ich eigentlich war. Du bist einfach durch mich gesprungen gerade. Wie hast du mich nicht gesehen? Hä? Du bist doch nicht, ich sehe dich nicht. Doch, komm mal nach unten. Ich bin unten. Guck mal hier. Wo? Hier. Alter, ich habe dich nicht gesehen, nee. Ja gut, aber wenn du da drin stehst, dann kann ich dich nicht sehen. Ja, und du bist die ganze Zeit hier gesprungen und das ist einfach eine Leiter. Also du hättest einfach nur hier einmal kurz drauf. Ja, aber es ging einfach nicht. Ja, okay, alles klar, alles klar. Das war, also du hast mich nicht gefunden. Ja. Das ist eine echt krasse Fail-Runde, muss ich heute einfach mal so sagen, Karl. Echt krasser Fail heute, das Hide and Seek. Ja, ich glaube auch, also für uns beide so ein bisschen, ne? Ja. Ja, gebe ich dir recht. Also das ist heute echt nicht gut, Leute. Also Profis machen das normalerweise anders. Sagen wir mal so. Also ich meine, verstecken können wir uns gut, ne? Aber finden ist irgendwie heute... Ja, finden ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, also... Es ist heute eher schwierig. Heute, ja, heute. Genau dann, ja. Nur heute. Mhm. Nur heute. Ist ja klar. Okay, ich bin versteckt. Okay, dann 2 Minuten ab jetzt. Okay. Ich schau mal sicherheitshalber hier in der Garage. Okay, kann ich nicht aufmachen? Dann muss ich hier lang. Ich such mal hier alles vorne ab. Sicher ist sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier zu viel Zeit verliere. Ich glaube schon. Aus diesem Grund gehe ich jetzt ganz schnell ins Haus rein. Ich schwimme mal hier ein bisschen durch und gucke, ob Danja vielleicht hier ist. Okay, hier ist sie nicht. Drunter vielleicht auch nicht. Ja, ist sie auch nicht.
gar nicht so einfach, Danja. Was hast denn du erzählt? Ist voll nicht einfach. Hier sind so viele Pflanzen und so. Stimmt. Könnte natürlich sein, dass du hier in irgendwelchen Pflanzen drin bist, aber oh, wo bist du denn? Ich bin genau hier. Kann nicht wahr sein. Och nö, ich hab dich nicht gefunden. Sind die 2 Minuten um? Ja, sind um. Geile Meile! Wo warst du denn? Im Küchenschrank. Ich war hier im Küchenschrank. Och man, sonst gucke ich überall und genau hier gucke ich. Ich bin so doof. Ich schwöre, ich bin so doof. Ja, weil du gedacht hast, ich habe mich in den Pflanzen versteckt. Ja. Das ist wahrscheinlich Leute, jeder einzelne das war das Hide and Seek hier in Brookhaven als Babys in den Häusern. Und ja, wir haben uns ziemlich schlecht angestellt, was zumindest das Suchen anging. Aber die Verstecke waren gut. Ja, die Verstecke waren ziemlich gut. Leute, was euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Gerne das beste Versteck heute mal in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Danja. Tschö. Tschö. Klingst wie deine Omas, wenn du einen Oma-Charakter spielst. Ich klinge wie Danja. Hilfe. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und herzlich willkommen zu einer neuen XXL Hide and Seek Challenge mit leider. Danja. Hello. Hallo Danja. Heute ist wieder das Glücksrad dran bei der Hide and Seek Challenge. Aber heute entscheidet es nicht die Farbe, sondern tatsächlich, wo wir uns auch verstecken. Aber, Danja, wir müssen es der anderen Person natürlich nicht sagen, ne? Ja, obviously. Wäre sonst ein bisschen doof, ne? Obviously, wäre ein bisschen doof, oder? Wäre auch typisch Danja. Okay, ich möchte mich diesmal als erstes verstecken. Sonst bist dann du das eigentlich das immer. Okay, das riecht nach Scam. Wir spielen heute 3 Runden. Okay. 3 Minuten okay. Darfst du mich gleich wieder suchen. Okay. Also ihr könnt sehen, Polizei, Feuerwehr, Rathaus, Supermarkt, Schule, Kindergarten, Zahnarzt draußen und 2x freie Wahl. Ich bin gespannt, was du Und wir haben ja immer einen Videobeweis hier, ne? Also, okay. Ob der bei dir klar. So zählt, weiß ich ja nicht. Doch, wir haben ja einen Videobeweis, Danja. Was ist denn das Problem? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sollen wir mit Tipps machen oder ohne? Ich würde schon sagen mit Tipps, weil sonst hat man ja gar keine Ahnung. Okay. Ja, alles klar. Okay, ich habe mich versteckt und mein Tipp wäre, Wasser. Okay, dann 3 Minuten Zeit, ne? Ja. Start. Oh, ich glaube nicht, dass du mich finden wirst. Ich glaube, das wird ein großes Problem für dich. Ja, du hast ja die gleichen Sachen auf dem Glücksrad stehen wie ich, ne? Ja, das ist true. Das stimmt wohl. Oh, was redest du denn da schon wieder? Das ist meine Stimme, wenn ich versteckt bin. Kannst du das und ich versuche es durchzuziehen, aber ich glaube, ich werde es nicht so lange schaffen. Oh, du klingst wie deine Omas, wenn du einen Oma-Charakter spielst. Ich klinge wie Danja. Oh, Hilfe. Och, Hilfe. Soll ich das durchstehen? Soll ich das durchstehen? Es ist morgens um 9. Nee, Stopp. Es ist 11 Uhr gerade, wo wir das Video aufnehmen. Wir wollten um 9 starten, aber Danja hatte wieder was anderes zu tun. Aber gut, suchst du eigentlich schon? Ja, natürlich bin ich schon am Suchen. Okay. Ja, gut, ist doch in Ordnung. Wo ist denn hier noch Wasser? Aber hinten der Dings zählt nicht mehr dazu, ne, der See? Nein, also, wenn es draußen oder freie Wahl ist, dann ist es immer noch der Stadtkern. Sonst haben wir doch genau das Gleiche draufstehen, Danja. Ja, ich weiß Du nicht. Weißt es doch. Ich hab dich! Ich hab dich! Ey, ich nein, hab dich! Wieso? Wieso hast du... Ja! Wie bist du auf Schule gekommen? Na, ich habe an Wasser gedacht, dann habe ich an Toiletten gedacht, weil alles andere an Wasser habe ich abgeklappert.
Ja, weil du wahrscheinlich in der Toilette duschst, ne? Aus dem Grund. Okay, okay, gut, du hast mich gefunden, muss ich jetzt auch mal anerkennen. Ne, du hast mich gefunden, auch wenn es ein bisschen Glück war. Ist ja auch die Glücksrad-Challenge. Okay, dann werde ich jetzt mal am Glücksrad drehen. Also steht 1-0 für Danja, aber ich glaube, das ist der einzige Punkt, den sie heute holen wird. Ja. So. Ich glaube schon. Ich drehe am Glücksrad! Okay. Alles klar. Und was ist es? Das verrate ich dir selbstverständlich nicht. Dann hätte ich nochmal drehen müssen. Wäre ja auch doof irgendwie, oder? Wäre ja blöd. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt wohl. Das Ding ist, ich bereue das mit den Tipps immer, sobald ich mich selber verstecken muss. Ich weiß. Bis dahin bin ich immer so, ja, 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 wir machen auf jeden Fall mit Tipps und dann muss ich selber. Bitte, und dann denke ich mir so, Wir könnten natürlich auch noch mal zwischendurch ein unfaires Hide and Seek machen, wo nur eine Person Tipps bekommt. Könnte man machen. Aber nicht heute. So, ich bin versteckt und mein Tipp ist... Ja? Ja? Bis jetzt. Oh, ich krieg zu viel. Hier ist es wichtig. Okay, alles klar. 3 Minuten ab jetzt. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wenn ich dich jetzt auf Anhieb finde, ne? Warum lachst du schon wieder so? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich dich auf Anhieb finde, dann heul ich einfach. Hä? Dann heul ich einfach. Ja, kannst du ja ruhig. Das Ding ist halt, ich weiß nicht so richtig, wie mein Versteck von außen aussieht. Oh. Für dich? Wenn du reinläufst und so? Ja. Oh Gott. Ja! Ich hab dich gefunden! Das war so ein schlechter Tipp dann, ja? So schlecht. Ach Mann. Also, was Schlimmeres hättest du eigentlich nicht sagen können. Ja, stimmt auch. Also, es tut mir leid, aber das war echt nicht klug. Also, ich hab jeden Satz bereut, den ich gesagt habe. Ja, es hätte von mir kommen können, aber gut. Es steht 1-1. Alles klar? Ja, dann verstecken Sie sich mal. Ja, ich bin am Ort. Okay, du siehst auch nur die Wand, ne? Ja, ich sehe nur die Wand. Okay, alles klar. Okay. Ja, ich habe mich versteckt. Okay. Dann werde ich jetzt mal den Timer starten. Ja. Startet. Willst du meinen Tipp nicht? Ach so, ja, gib her. Ja. Okay, mein Tipp ist, ich sehe ein Bett. Okay. Du siehst ein Bett. Ja. Das ist ein echt beknackter Tipp. Bist schon unterwegs? Ja. Okay. Ich hab dich. Was? Ich hab Nein. dich. Doch. Ey, was ist denn los? Ich wusste, dass du in der Polizei bist. Warum wusstest du das? Du bist nicht dumm. Weil du gesagt hast, bevor ich angefangen habe zu zählen, hast du gesagt, du siehst nur die Wand, oder? Und da wusste ich, okay, das hat er noch nie gefragt. Er geht safe zur Polizei. Oh, das war, ja, okay, das war blöd von mir. Das war okay. Richtig blöd. Und dann hast du gesagt, du siehst ein Bett. Und dann dachte ich, ja, auf dem Klo wirst du nicht sitzen. Dann wirst du da oben drüber sein. Ey, warum bin ich? Ey, warum sind wir heute so blöd? Kannst du mir das mal sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie schwierig heute. Was ist denn los? Also beim letzten Mal war ich so richtiges Mastermind und jetzt bin ich so, weiß ich nicht. Danja. So richtig Danja. Jetzt bist du halt eher so der Meerjungfrau-Mann hier, ne? Ich bin Patrick. Ey, Patrick. Nichts gegen Patrick. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Hallo, ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Patrick, hier ist die große Krabbe. Okay, hast du schon was? Gleich. Du weißt doch, wo du hin musst. Ja, natürlich weiß ich, wo ich hin muss. Das heißt aber nicht, dass ich sofort weiß, wo ich dort dann halt auch hin will. Okay, dann hat sie wahrscheinlich freie Wahl oder draußen. Also könnte es schwierig werden. Musik
ist alles nicht so einfach, wie man sich das manchmal so vorstellt. Mit dir sowieso nicht. Okay, also ich bin versteckt. Okay, dein Tipp? Mein Tipp ist... Ja. Ja. Ich bin in der Nähe einer Pflanze. Was ist das denn wieder für ein Tipp? Ist ein Tipp halt. Ich will dir nicht schon wieder einen zu guten Tipp geben. Okay, okay, 3 Minuten ab jetzt. Könnte überall sein. Stimmt. Aber wo würdest du das sagen? Das würdest du ja eigentlich nur da sagen, sage ich jetzt mal, wo es sonst relativ klar wäre, wenn du einen Tipp geben würdest. Okay, okay, wo könnte es noch sein? Im Kindergarten vielleicht? Haben wir hier eine Pflanze? Ja, wir haben hier Pflanzen. Okay, jetzt muss ich hier genau schauen. Okay, da oben könnte es sein, vielleicht beim Zahnarzt. Yes, ich hab dich! Hier! Yes! Oh mein Gott, was ist denn los? 2-2! Was ist denn das hier heute für eine Aktion? Das wird ja sogar richtig spannend heute. Guck mal, du hast dich sogar kleiner gemacht. Ja, aber das darf ich doch, oder? Oder ist das ja, also ich hab ja nichts dazu gesagt. Also darfst du das auch. Okay. 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 Alles klar, 2-2. Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir heute so gut sind, Danja. Also oder so schlecht im Verstecken. Ja, ich glaube, es ist eher das. Okay, Runde Nummer 3 für mich. Und ich verstecke mich. Versteck dich mal. Okay, alles klar. Okay, ich habe mich versteckt. Du findest mich in der Nähe der Schule. Das ist mein Tipp. Also schon sehr, sehr speziell. Okay, dann drücke ich mal auf Start. Und dann werde ich mal loslegen. Das Ding ist halt, in der Nähe der Schule ist halt vieles, ne? Richtig. Das stimmt. In der Nähe der Schule heißt ja aber nicht in der Schule. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen. Also einen zweiten Tipp werde ich dir nicht geben. Warum nicht? Darum, das wäre ja nicht fair. Warum nicht? Dann musst du mir gleich auch 2 Tipps geben. Und deine Tipps sind immer so, ja, ich bin, weiß ich nicht, ich bin bei einem Baum und ich atme Luft. So, das sind deine Tipps. Ja. Ja. Aus Hat ja Grund, auch funktioniert, oder nicht? Ja, aus diesem Grund gibt es keinen zweiten Tipp. Wenn deine Tipps Gold wert wären, dann würde ich das machen, aber sie sind nicht Gold wert. Du hast mich doch jedes Mal gefunden damit. Ja. Okay, wie lange hast du noch? Nicht mehr in der Nähe der Schule. 1:08 habe ich noch. 1 Minute hat sie noch. Mhm. Interessant. Interessant. Es ist etwas secret. Bonnie, du bist jetzt nicht wirklich hier, oder? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das gar kein Tipp. Also meine Zeit ist auch abgelaufen. Yes! Okay, komm mal raus. Ah, nee. Komm mal Richtung Friedhof. Nee, du warst nicht wirklich auf dem Friedhof, oder? Oh mein Gott, ich bin hier doch vorbeigelaufen. Ja, aber ich war hier drinne und du bist einfach nicht hier reingekommen. Ja, gut, okay, das wusste ich auch gar nicht, dass man da reinlaufen kann. Hättest du vielleicht mal testen müssen. Okay, war ein sehr gutes Versteck, ja. Okay, doch. So, damit kann ich tatsächlich heute das Hide-and-Seek hier mit dem Glücksrad noch gewinnen. Ja, du kannst ja schon mal ans Glücksrad und ich gehe Richtung Polizei. Ich muss mich konzentrieren jetzt. Hast du was? Das kann doch nicht so lange dauern. Okay. Ja, ich habe ein Versteck. Dein Tipp? Da, wo ich versteckt bin, ja, sitzt man sonst. Okay, alles klar. Gut. 3 Minuten laufen ab jetzt. Okay.
Da, wo du bist, sitzt man sonst. Mhm. Okay. Also ich glaube, du hast freie Wahl. Glaube ich jetzt mal. Wo bist du denn gerade, wenn ich fragen darf? Das sage ich dir nicht. Okay, da wo du bist, sitzt man normalerweise, sagst du, hä? Mhm. Okay, gut, ich habe schon zu viel Zeit hier verloren. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob du freie Wahl hast. Oh, ich glaube, ich werde dich nicht finden. Ich glaube, ich werde dich nicht finden, Danja. Es könnte natürlich auch etwas heißen wie, ich sitze im Gefängnis. Ich hab dich. Ich hab dich. Du bist da unter der Bank. Ja! Ich hab dich gefunden. Warte, ich schaffe es sogar in der Zeit noch zu dir zu kommen. Ja, du musst da hinkommen, sonst glaube ich dir das nicht. Okay, alles klar. Ja, Leute! Ich hab das XXL Highlight-Sieg heute gegen Danja gewonnen. Und das Glücksrad hat mir geholfen in diesem Fall. Danja, wie fühlt sich das an, dreimal gefunden zu werden, hä? Ja, schon recht schlecht. Danke der Nachfrage. Hattest du gerade Polizei oder draußen? Ich hatte Polizei. Ja, das tut mir natürlich leid. So. Leute, ich habe das Highlight-Sieg natürlich mal wieder gewonnen. Und dafür gibt es selbstverständlich dann einen schönen Tanz von mir. Ne, das ist der Highlight-Sieg. Siegertanz. Und ich habe gewonnen. Ich will nicht mehr mit dir Hide and Seek spielen. Ich suche jetzt neue Leute zum Hide and Seek spielen. Ich bleib dabei. Ich kann das nicht mehr. Nee, ich kann das nicht mehr. Der Champion! Tschö! Grau. 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 Grau? Grau. Grau. Nee, grau. Grau. Grau, sag ich doch. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video hier in Brookhaven. Danja, herzlich willkommen, auch wenn du nicht eingeladen warst. Ich bin trotzdem hergekommen. Wenn ich immer nur hier wäre, ja, wenn du mich einlädst, wäre ich ja nie da. Leute, wir spielen mal wieder 24 Stunden, einen Moment. 24 Stunden verstecken in Brookhaven. Hast du gerade kurz vergessen, was wir machen? Nein, das wir nicht. Ich musste nur kurz Dings, was einstellen. Dings verstecken. Danja, ich musste kurz was einstellen noch. Ja, ja. Ja, ja. Leute, heute wieder bei einer Farbe verstecken, aber Danja, und zwar bei Farben, die wir anhaben oder die unser Avatar besitzt. Okay. Also irgendeine der Farben, die ich hier an mir habe. Ja, ich würde mich als erstes verstecken. Ja. Das heißt... Du bist... Ja, ich wollte gerade sagen, weil du bist ja hier gerade zu dem Ort gegangen, wo man... Ja, ich hab dir nur gezeigt, wo du hin sollst. Ach so. Okay? Ja. Also ich glaube, was die Farbenvielfalt angeht, sieht es bei mir ein bisschen besser aus. Stimmt. Also ich habe blau, ich habe rot, ich habe schwarz, ich habe grau, ich glaube weiß auch. Also ich... Bin da relativ flexibel. Du brauchst ja nur drei Farben. Pro Runde eine, ne? Ja, 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 genau. Genau. Ich habe gerade gedacht, meine Aufzeichnung funktioniert nicht, weil ich quasi nur eine Farbe sehe, aber das ist einfach, weil ich gerade gegen die Wand gucke. Och, dann ja. Okay, rauszoomen dürfen wir wieder nicht. Ja. Okay, ich habe mich versteckt. Okay. So, ich verstecke. Ich versteck mich jetzt. Ich such dich jetzt. Mhm. Ja, bei dir ist natürlich die Auswahl der möglichen Verstecke. Aber sagen wir, welche Farbe wir genommen haben? Entscheide du. Möchtest du das wissen? Ja, schon. Okay, dann ist es bei mir weiß. Okay, ich hätte es nicht wissen wollen. Was? Hilfe, was ist denn los, mein kleiner Dickmob? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dann hätte ich es lieber nicht wissen wollen, weil es gibt so viele weiße Orte. Ach so. Ja.
Und wir bleiben natürlich wieder auch möglichst im Stadtkern, ne? Ja. Möglichst. Als ob uns da jemand rausdrängen würde auf diesen Privatserver. Also du kannst natürlich auch rauszoomen, wenn du dich versteckt hast. Einfach so ein bisschen, um den Überblick zu haben. Ja, das aber dachte ich mir. Bevor Leute jetzt sagen, ey Khan, du hast gecheatet, du hast rausgezoomt. Ja, aber ich suche auch nicht. Einfach nur, weil es ist ja auch ganz witzig, wenn man die andere Person sieht, die sie sucht. Finde ich immer zumindest. Ja, absolut. Und das habe ich auch schon so oft gemacht, dass ich rausgezoomt habe, während ich mich versteckt habe. Also ja, ja. Da hat man ja nur keinen Vorteil daraus. Und ich habe dich auch schon gesehen. I see you. I'm watching you. Lying? Oh, Hefe. Das ist gerade ungünstig. Ich liebe dich, wirklich, wirklich, Hefe. Mit meinem kompletten Herzen, aber... Kannst du... Was macht er? Hat einfach mal seinen Hintern direkt vor dem Bildschirm gepackt. Ach so, ja, das macht Samira ab und zu auch mal. So nach dem Motto... Du findest Schau mich an! Ich bin hier! Ja, spiel mit deinem Leckerli-Ei. Dang it. Ich bin so schlecht geworden bei Hide and Seek. True. Boah, ich glaube halt, ich will nicht mal wissen, wo du bist. Okay, wo bist du? Ich war auf dem Dach vom Krankenhaus. Boah, da habe ich doch auch geguckt. Tja, ich habe noch nicht überlegt. Gesehen. Oh, verdammt. Tja. Dann ja, schade. Dann verstecke ich mich mal in der Zwischenzeit. Ich bin versteckt. Und die Farbe, okay, die ich mir ausgesucht habe, ist schwarz. So, jetzt ja, ist das Gleiche, diese... was mit Hefe passiert ist, ist auch mit Samira gerade passiert. Hi. Sie hat das gehört und war so, ah ja, großartige Idee. Ja. Ich glaube, ich sollte okay. Das auch machen. Wir warten. Jetzt, okay, 3 Minuten. Standard wieder rausgezoomt. Wo könntest du sein, Danja? Wo könntest du sein? Who knows? Also ich sehe hier eine Wand. Nope. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Das hoffe ich doch. Das ist gar nicht so einfach. Ne, Sammy? Gar nicht so einfach. Danja, wo bist du? Wäre sehr unklug von mir, dir das mitzuteilen. Was hast du denn so für Vermutungen, Khan? Wenn du welche haben solltest.
du? Hast du Vermutungen? Leider nicht. Ist halt wie weiß, ne? Ist halt, gibt sehr viele Möglichkeiten, sich da zu verstecken. Ja. Na, die Zeit ist auch gleich um. Okay, wo warst du? Ich bin gar nicht böse drüber. Ich bin über dem Polizeipräsidium bei dem Secret Spot. Oh, okay. Ich wollte gerade fragen, ob wir mit Secret Spots oder ohne spielen. Ja, also ich bin nicht, ich bin, okay, jetzt bin ich gerade aus Versehen in den Secret Spot reingelaufen, aber ich war quasi in dem Gang, weil ich ja weiß, dass dir das immer ein bisschen schwer fällt, da quasi. Ja. Ist in Ordnung. Finde ich natürlich ein bisschen hart, dass du das machst, ne? Und extra gegen mich ausspielst, aber finde ich okay. Finde ich in Ordnung. Extra hab ich kein Problem mit. Ausspielst. Gewinn mal direkt. Ich werde sowas los. Von. Sowas von gewinnen. Aber sowas von wird er einfach gewinnen, Leute. Sowas habt ihr noch nicht gesehen, wie Kahn hier heute gewinnen wird. Hast du dich schon für eine Farbe entschieden? Okay. Ich habe mich entschieden. Ja, und die Farbe, bei der ich bin, ist rot. Ah, so. Rot. Es gibt natürlich einige Orte in Brookhaven, die irgendwie rot sind. Aber das hier ist das nächste, deshalb gucke ich hier natürlich direkt mal zuerst. Aber das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, glaube ich. Ja, stimmt, du hast so rote Streifen an dem... An deiner Klamotte, Pulli. Ne? Ja. Mhm. Also, dass das jetzt genau nicht das gleiche Rot ist, ist ja klar, aber es ja, ist ja. Ja, das ist rot. Klar, das ist auch. Da würde ich jetzt im Gegensatz zu dir nichts dagegen sagen. Wo bist du denn gerade? In der Schule. Ja, okay. Okay. Darf ich eigentlich eine Farbe dann auch zweimal nehmen beim Verstecken? Eigentlich nicht. Okay, wollte nur nochmal fragen. Eigentlich nicht. Okay. Das Ding ist halt auch, du hast halt so gesagt, ja, hier ist okay. Doch langsam einfach nur noch ridiculous. Ich habe dich eine Zeit lang doch in jedem dämlichen Versteck hier finden können. Warum kriege ich das denn nicht mehr hin? Danja, soll ich es dir sagen? Soll ich es dir wirklich sagen? Noch 2 Sekunden. Oh. Okay, jetzt kannst du es mir sagen. Also, ich habe mich versteckt beim Kino und so. Oh, okay, also da in war dem ich Gebäude. Ja. Und da hinten ist auch eine Bühne. Eine Stage. Okay. Und die ist so braun-rot. Ich habe ja sowieso so eine braun-rot-Schwäche. Ich hoffe, das ist rot, was ich hier so entdeckt habe. Aber es ist so ein bisschen dunkelrot. Okay, soll ich nochmal gucken kommen? Dann kann ich dir sagen, für gegebenenfalls zukünftige Verstecken. Doch, ich will nö, bevor du dann sagst, nö, das ist nicht rot oder so.
Doch, ich will jetzt gucken. Welche Bühne? Hier. Achso, doch, das ist rot. Das ja. ist sehr eindeutig rot. Ich bin unterwegs. Okay. Also ich muss jetzt einfach sicherstellen, dass du mich nicht findest. Denn ich möchte diese ganze Chose hier gewinnen. Okay, ich bin versteckt bei Grau. 3, 2, 1 und go. So. Okay. Grau. Mhm. Grau. 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 Grau? Grau. 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 Genau. Grau. Grau? Grau. 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 Grau? Grau. Grau. Nee, grau. Grau. Grau, sag ich doch. Grau. Nee, bei grau. Grau. Nein, ich sagte grau. 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 Hörst du mir eigentlich zu? Ich habe gesagt... Grau. Alter, ist gut jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Warum finde ich dich nicht? Das macht mich gerade sehr glücklich. Finde ich echt nicht cool. Finde ich wirklich nicht cool. Ich bin halt nicht mal besonders gut versteckt. Okay, Zeit ist um. Yes, okay. Wo warst du? Ich war quasi in dieser leeren Wohnung neben dem Zahnarzt. Die ist ja komplett grau. Oh nein. Oh, da habe ich heute auch schon mal gesucht. Tja. Ach, Mann. Okay. Okay, jetzt kommt mein letztes Versteck. Ja. Also ich kann eigentlich nur noch... Doch, ich kann noch gewinnen. Ich kann noch gewinnen. Ja. Oh, ja. Okay, Danja. Das ging verdammt schnell. Es ist blau. Okay. Ich starte den Timer. Blau. Es ist blau. Es ist blau. Es ist wirklich ridiculous, wie schnell das jetzt ging. Boah, bei wem habe ich denn jetzt ridiculous gehört, dass ich das die ganze Zeit sage? Ich sehe dich! Ja! Wie bist du auf dieses Versteck gekommen? Ich habe da vorhin schon mal gesucht. Du warst bisher, immer wenn ich die Videos geschnitten habe, hast du noch kein einziges Mal hier gesucht. Wie kommst du nur darauf? Ich bin ein Schmarti. Ich würde natürlich schon gerne meinen Verstecken-Queen-Titel wiederhaben. Sag ich dir ganz ehrlich. Da wäre ich schon nicht böse drüber, wenn ich den wieder zurückkriegen würde. Jetzt habe ich natürlich auch einen riesen Druck, ne? Ja, ein bisschen.
Also der Druck, den ich gerade spüre, ist schon echt enorm. Und jetzt nehme ich weiß. Okay, und bist du schon versteckt? Yep. So, okay. Okay. Ach Mann, wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich gewonnen heute. Also du weißt schon, wie ich meine. Also wenn du mich jetzt nicht findest, dann habe ich heute gewonnen und das wäre schon echt krass cool. Kriege ich dann eigentlich mal einen Preis? Ach nee, den kriege ich ja nur, wenn ich das Obi-Turnier gewinne, ne? Ja. Ist natürlich super schwierig jetzt, ne? Naja, leicht werde ich es dir nicht machen, ne? Das kannst du sicherlich auch verstehen. Ich suche jetzt nochmal hier. Ich habe heute hier schon dreimal gesucht und bisher warst du nicht einmal hier. Ich finde das sehr frustrierend. Och Mann. Boah, ich bin so aufgeregt, ne? Ey, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann gewinne ich das Ding hier halt einfach. Dann gewinne ich das einfach hier. Ey, wie geil wäre das einfach? Das wäre so gut einfach. Das, ich würde mich so freuen. Das wäre gar nicht geil. Das wäre so toll. Das wäre dieses andere toll. Kannst du mir nicht noch einen Tipp geben? Nö. Ich habe mich da, glaube ich, noch nie versteckt. Das könnte ich dir als Tipp sagen. Das schließt sehr viele Sachen aus. Aber mehr kann ich dir dann nur wirklich auch nicht mitgeben. Mann. Bitte find mich nicht. Bitte find mich nicht. Mann. Ja, ja, ja! Oh, oh mein Gott! Mein Gott! Ja! Ja! Ey, noch 5 Sekunden! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch einfach nicht! Oh mein Gott! Boah, ich hab damit gar nicht gerechnet. Das war jetzt so random. Ich bin einfach nur hier und wollte nur kurz gucken, aber ich hab dich hier gar nicht erwartet hier hinter. Entschuldige Wortwahl, aber das kotzt mich richtig an! Ich hab Danja gefunden und damit ist das Unentschieden hier in Brookhaven nochmal sicher. Ja, Danja, tut mir leid, du hast deinen Champion-Titel, hast du noch nicht zurück? Ey, ohne Mist, Khan, das geht gar nicht jetzt, dass du mich gerade gefunden hast. Das ist so richtig... Es war wild. Es war echt knapp. Es war echt knapp, Danja. Also, das war wirklich heftig. Also, so ein knappes Hide-and-Seek. Also... Habe ich bisher wirklich noch gar nicht gesehen. Habe ich bisher wirklich noch gar nicht gesehen. Ja, toll. Leute, damit beenden wir das Video hier in Brookhaven. 24 Stunden hier bei einer Farbe unserer Klamotten verstecken. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Es war ziemlich schwer. Ich muss sagen, heute war es ziemlich schwer. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann, Danja, würde ich sagen, tschö. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch. Werde ich gewinnen. Sowas von werde ich das nächste Mal wieder gewinnen. Ich brauche meinen Titel zurück. Tschö. Herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video. Hallo! Und Danja, du bist auf einmal so klein. Was ist denn da los? Und ich auch. Mini, witzig. Quasi nicht zu erkennbar. Ja,
Passt aber super zur Challenge. Juhu. Leute, wir natürlich mal wieder spielen heute Verstecken in Brookhaven, aber heute 24 Stunden als Babys. Ja, und da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, ne, uns zu finden. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn wir hier jetzt drinne sind oder hier hinter. Guck mal, kann man mich kaum sehen. Kaum, quasi gar nicht. Du bist ja unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Leute, sonst bleibt alles gleich, Danja. Ne, wir bleiben ja aber wieder im Stadtkern, weil wir diesmal kein Helikopter benutzen. Und aus diesem Grund kannst du dich gerne jetzt erstmal verstecken. So. Okay, alles klar. Dann geh mal an die Wand. Und Leute, ich weiß, dass wir in letzter Zeit besonders bei mir ganz, ganz oft Hide and Seek spielen, aber es macht halt auch Spaß. So. Ja. Es macht Spaß. Halt so. Soll ich jetzt sagen, nö, es macht keinen Spaß? Und anscheinend sehe ich das ja auch. Schaut ihr euch das auch mal hier und da gerne an? Also aus diesem Grund eine weitere Challenge. Let's go. Hide and Seek. Okay, ich komme. Hä? Ich bin noch gar nicht versteckt. Ja, dann beeil dich jetzt. Los! Wir sind Babys. Ah. Entschuldigung, du weißt, ich brauche mal ein bisschen länger für alles. So, nee, das funktioniert nicht. Okay, ich bin versteckt. Okay, wollen wir mit Tipp oder ohne? Wir machen Mit Tipp. Wir sind so klein. Okay, was ist denn dein Tipp? Ich bin sehr naturverbunden. Sehr naturverbunden? Oh. Da kommt die Danja in Baby Danja sozusagen raus. Okay. Ja. Go! So, let's go. Du bist sehr naturverbunden. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Du bist wahrscheinlich in einem Gebüsch drin, oder? In einem Gebüsch? Ja. Bist es nicht? Ich glaube, du bist in einem Gebüsch drin, Danja. Wo bist du? Wo bist du? Wer weiß das schon? So. Danja! Hast du schon Angst? Es geht so. Wie war das eigentlich früher bei dir, wenn du Verstecken gespielt hast? Also wurdest du oft gefunden oder gar nicht so? Ich kann mich an nicht. Daniel hat früher gar nicht Verstecken gespielt. Ja, wir haben den Aktienkurs analysiert bei uns an der Privatschule, weißt du? Ja, stimmt! Mrs. Privatschule! Nee, ihr durftet gar nicht Verstecken spielen. Doch, ich weiß, mit was ihr Verstecken gespielt habt. Also, ich kann mich halt so an. Ja, nee, ich kann mich halt so an eine Versteckenrunde, kann ich mich halt übel gut erinnern. Aber was? Halt nur eine Runde? Ja, da kann ich mich halt richtig gut dran erinnern. Aber das war halt da, wo ich immer Theater gespielt habe. Oh, war ja klar. War ja klar. Es muss wieder was ganz Besonderes sein bei Danja. Ja, da. Ich bin eine Special Snowflake. Da. Das war das, wo ich mich quasi in diesem Häuschen versteckt habe. Das ist ja im Wald gewesen quasi. Oh nein! Und dann sind dort so Wildschweine lang gerannt. Und das war so im Frühjahr. Da hatte ich richtig Panik. Weil ich da alleine saß und dann ist da so eine Gruppe Wildschweine lang gesprintet. Hast du eigentlich gesehen, dass es hier ein Grab gibt jetzt? Im Friedhof? Es gab doch schon die ganze Zeit da ein Grab. What? Ja, aber ich meine, oh. Also. Normal gibt's auf dem Friedhof ein Grab, hä? Ja, aber da, wo man auch, verstehst du, wo man drin ist. Oh, wie heißt das denn gerade? Ein. Hä? Kann? Das ist doch schon die ganze Zeit dort. Achso, okay, ja, kann sein. Oh, ich habe gar nicht mehr also, so viel Zeit. Wo bist du denn? Ich bin versteckt. Du bist aber im Stadtkern, ne? Gut versteckt. Ja. Also nein, ich bin nicht auf dem Reiterhof oder so. Ich bin einfach nur richtig gut versteckt. Naturverbunden. Vielleicht muss ich dafür in einen Laden gucken. Ich lieb's, wie das aussieht, wenn man als Baby rennt. Ah, du siehst mich also? Nee. Doch. Du siehst mich. Du siehst mich. Danja, wo bist du? Okay, meine Zeit ist auch schon um. Sorry, meine Zeit ist um. Wo warst du? Oh, du bist haarscharf an mir vorbeigesprungen hier in dem Baum. Oh mein Gott. Hey, wo warst du denn?
Hier in dem Baum, du bist direkt an mir vorbeigesprungen. Hä, aber ich hab doch geguckt, hier warst du nicht. Doch, ich war in dem Baum. Ey, sag mal, was ist denn in letzter Zeit mit mir los? Oh mein Gott, ich hab... Kannst du dich mal kurz hier reinstellen? Kannst du dich mal noch mal kurz hier reinstellen? Ja, okay, ich hätte... Warum bin ich nicht hier auch reingezoomt? Ich hab es da gemacht, aber hier nicht. Ich bin so blöd. Ja, ich schwöre, ich bin blöd. Jetzt ist mir aber gerade hier... Uiuiui, hab ich mich erschreckt. So, leg los, verstecken Sie sich. Das werde ich dir jetzt heimzahlen. Mit einem ganz tollen Versteck als Baby. Okay. Danja? Mhm? Mein Tipp ist, hier stinkt's. Aber sowas von, es stinkt. Dart, ich such dich jetzt. Hier stinkt's. Jetzt schreibt mir meine Frau, du stinkst. Das ist nicht witzig. Das ist total witzig. Eure Wohnung ist krass hellhörig, oder? Ja. Man muss ja auch sagen, ich bin ja jetzt auch nicht leise, ne, Danja? Ja, das stimmt natürlich auch schon wieder. Das kommt hinzu. So. Also ich bin halt auch laut. Das stimmt. Bist du eigentlich schon unterwegs? Ja, ne? Ich bin unterwegs, ja. Danja ist unterwegs. Als Baby. Es stinkt. Es stinkt. Es stinkt. Ich glaube halt, dass eine Toilette irgendwie zu einfach wäre. Einfach ja, eine Toilette muss ja nicht unbedingt stinken, ne? Also, ich weiß, bei dir auf der Toilette sieht es ein bisschen anders aus, Danja. Aber eine normale Toilette stinkt nicht immer. Das sagst gerade du. Ja, alles voll. Oh Mann. Ey, ich gucke jetzt mal hier kurz, was du meintest. Ja, Kahn, beim Friedhof hat sich exakt gar nichts verändert. Okay. Hier stinkt's. Hä, wo stinkt's denn noch? Ich meinte nur, dass in dem einen Grab schon ein Sarg drin ist. Und ich wusste nicht, ob das schon vorher auch war. Hä, das habe ich dir doch schon mal gezeigt. Wenn man da drauf drückt, kommt doch ein Geräusch. Ja, mein Erinnerungsvermögen ist jetzt nicht so ausgeprägt, Danja. Ja, das stimmt. Aber dafür kann man dir alles mehrfach erzählen. Und du tust jedes Mal wieder so, als wäre es eine komplett neue Information. Ja, ist doch schön, oder nicht? Das heißt, du könntest halt nicht ein Video fünfmal machen. Über das Jahr verteilt. Ja, ich kann dir... Ich habe dir auch schon voll oft Sachen mehrmals erzählt, die du einfach vergessen hast. Das ist ja, tut schön mir leid, aber die essentiellen und wichtigen Sachen, die vergesse ich nicht. Zum Beispiel, dass du Danja heißt. Ja. Danke dafür, ja, dass ich mich nach 2 Jahren, die wir zusammen aufnehmen, darauf verlassen kann, dass du weißt, wie ich heiße. Oh das ja, heul leise. Schön. Heul leise. Nee, ich kann laut heulen, weißt doch warum? Wieso? Was bei mir keiner außer dir hört. Ja, das stimmt. Ja, wobei Hefe und Kieber... Ja, die kommen dann zum Schmusen. Ja. Boah, okay, ich habe keine Ahnung. Wie lange hast du denn noch Zeit, Danja? Wie lange hast du noch Zeit? 15 Sekunden. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube nicht. Bist du in der Schule vielleicht? Hast du gesagt, hast hier stinkt's? Okay, also Zeit ist abgelaufen. Ich will nur noch ganz kurz einmal nachgucken, ob ich vielleicht recht hatte. Nö, hast du nicht. Du bist gar nicht in meiner Nähe. Ach so, okay, wo bist du denn? Ich war hinter dem Motel und da ist eine große Mülltonne, wo man rein kann. Okay. Ich meine, da war zwar kein Müll drin, aber trotzdem stinkt es da normalerweise. Ja, Mülltonnen riechen ja auch sonst nicht so toll. Ja, okay. Danja, ich bin an der Wand und du darfst dich gerne verstecken. Ich brauche ein gutes Versteck. Eins, was nicht direkt schreit. Danja versteckt sich hier. Ich meine, als Baby hat man natürlich auch ein paar mehr... Nein, kommst du nicht. Ich bin noch nicht versteckt. Hör doch auf, das immer zu sagen. Macht dich nervös, ne? Das nervt mich. Das macht Danja nervös. Ja, nee, das macht Danja nervös. Das nervt mich einfach, Karl. Normalerweise mache ich die Menschen so nervös, weil ich so gut aussehe. Aber diesmal mache ich Danja nervös, ne? Weil wir in einem Gameplay sind. Der war gut, oder? Sei ehrlich. Unangenehm war das. Ja, ich bin versteckt und mein Tipp ist... Ja. Wenn ich mich in Real Life hier verstecken würde, würde ich mich hier nicht verstecken. Du hättest also Angst.
Okay, 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 okay. Ja, da musst du natürlich die Sachen durchgehen, vor denen ich so Angst habe, ne? Das sind ja einige Sachen. Mhm. Und kein jetzt so, oh Mist, hätte ich doch mal zugehört. Also bei diesen Sachen habe ich eigentlich immer mal wieder zugehört. Also ich glaube, du bist kein Freund von Keller und sowas. Okay, hier bist du nicht. Aber hier hast du dich auch schon mal versteckt. Okay, wo hast du dich versteckt, Danja? Wo bist du? Aber wo hättest du denn noch Angst, dich zu verstecken? Tja. Könnte natürlich auch der Friedhof jetzt sein. Könnte sein. Könnte alles sein. Ich muss das einmal prüfen. Ich könnte natürlich auch in einer komplett falschen Richtung gerade sein. Hm. Aber jetzt komme ich hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus! Wo kommst du denn nicht doch raus? Jetzt bin ich draußen, okay. Ich habe noch eine Minute. Mhm. Hä? Achso, jetzt. Bist du hier? Oh, Mann. Ich glaube, ich werde es nicht mehr schaffen. Das wäre natürlich nicht schlecht für mich. Okay. Zeit ist um. Kann ich nur noch einen Tipp, also wo du vielleicht sein könntest? Bist du vielleicht irgendwo am Flughafen oder so? Nein, ganz falsche Richtung. Okay, wo warst du? Komm mal zu dem Post Office. Aber nicht reingehen. Ich habe mir das ein bisschen zunutze gemacht, dass ich klein bin und habe mich quasi an einem dunklen Ort versteckt. Das würde ich ja im Real Life nicht tun, weil ich extrem Angst habe im Dunkeln. Okay, wo bist du denn jetzt? Hier, Post Office ist hier. So. Ich habe mich einfach hier in die Ecke gestellt. Okay, gut. Hätte ich einfach mal nach links geschaut hier, dann wäre das vielleicht auch passiert. Aber ich bin mal wieder total vorbeigelaufen. Ja. Let's go! Okay. Gut. Ich habe mich versteckt und mein Tipp ist dann, ja? Ja. Hier bin ich absolut ungerne. Date meine 3 Minuten. Ja, gerne. Es können natürlich viele Orte sein, an denen du ungerne bist. Tja. Bibliothek eigentlich nicht. Ich gehe erstmal in die Schule. Danke. Also, ganz ehrlich, so ungerne war ich nicht in der Schule. Es kam immer drauf an, was wir halt hatten, ne? Ja, deshalb hätte ich jetzt einfach mal so also gedacht, so Doppelstunde Physik war jetzt nicht so ganz mein Ding. Okay, es klingt mir, als wärst du nicht in der Schule, aber es kann natürlich auch sein, dass das daran liegt. Who knows? Okay, ich will hier jetzt aber auch nicht zu viel Zeit verbraten. So,
Es kann ja auch sein, dass du ungern auf der Bank bist. Also ich weiß jetzt auch nicht, wer gerne auf der Bank rumhängt. Ja, okay. Kreativ. Naja, so in dem Tresor. Keine Ahnung, was willst du da? Tja. Okay, nee, das bist du definitiv nicht drin. Oh mein Gott, Zahnarzt. Zahnarzt. Kahn hasst es, beim Zahnarzt zu sein. Aber wo ist er? Bist du gerade beim Zahnarzt? Ja. Hä? Wo bist du denn hier? Muss doch beim Zahnarzt sein. Tja, wo könnte ich noch sein? Oh mein Gott, Zahnarzt. Zahnarzt. Kahn hasst es, beim Zahnarzt zu sein. Aber wo ist er? Bist du gerade beim Zahnarzt? Ja. Hä? Wo bist du denn hier? Muss doch beim Zahnarzt sein. Tja, wo könnte ich noch sein? Könnte es denn noch sein, wo ich im besten Fall in... in 34 Sekunden hinkomme? Hä? Nein, meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich mach die gleich wieder an. Kannst du gleich anmachen. Wo bist du denn? Ja, jetzt bin ich gerade wieder so in der Stadtmitte. Hä? Das kann doch nicht sein. Stelle kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Okay, Polizeipräsidium, das ist das Einzige, was ich noch zeitlich schaffe. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du da so gerne rumhängst. Oh, Zeit ist abgelaufen. Wo bist du? Okay, kannst du deine Kamera kurz anmachen? Wo bist Daniel, du? Daniel, ich weiß jetzt, wie du dich fühlst, wenn ich dich suche. Komm doch mal zum Zahnarzt. Nee, echt jetzt? Daniel, du bist die ganze Zeit an mir vorbeigesprungen. Ist das dein Ernst? What? Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Komm mal zum Zahnarzt. Ich sollte vielleicht meine Brille aufsetzen. Ja, aber das. Du warst sogar ein paar Sekunden vor mir. Du standest vor mir. Was? Ja! Wo? Ja, komm zum Zahnarzt. Ich bin beim Zahnarzt. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt. So, jetzt komm mal hier rein. So, jetzt guck mal um die Ecke. Ach du, guck. Ist das dein Ernst? Ich stand hier in der Ecke. Und du hast mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Ist es so schwer als Baby? Peinlich. Wow. Einfach nur wow. Also. Oh nein. Oh wow. Nein. Oh nein. Das ist nochmal ein neues Level, Leute. Das ist nochmal ein neues Level. Ich wusste eigentlich, du musst beim Zahnarzt sein. Weil... Ja, war auch richtig. Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert, oder? Immer richtig peinlich gerade. Das war ja übelst dumm. Du bist auch safe auf meiner Aufnahme zu sehen. Bestimmt. Wie bei mir und dem Reiterhof. Ist dat Panne, ey. Ist dat Panne. Okay, du kannst mich suchen. Ich bin versteckt. Okay, Tipp? Ich bin an einem recht unbequemen Ort. Okay. 3 Minuten ab jetzt. Unbequem, sagst du. Könnte in der Spielhalle sein. Könnte aber auch einfach irgendwo in der Ecke sein. Ich muss jetzt überall genau schauen.
schaue noch mal sicherheitshalber auch. Hier überall. Wie schwer ist es, als Babys einfach die Türen aufzubekommen? Das ist ultra schwer, oder? Die hängen so richtig. Ja. So, schauen wir mal nochmal hier oben. Könnte hier ja unbequem sein. Nein. Es könnte natürlich auch im Krankenhaus sein, weil da ist es eigentlich auch nicht immer so bequem. Ja, ich hab dich! Oh, yes! Oh nein! Ich wusste es. Ich habe auch direkt an Röntgen gedacht. Oh, jetzt bist du eingesperrt. Ich bin kurz hier drin eingesperrt. Oh. Och Mann. Ich versteck mich. Wo könnte ich denn hin? Ah, warte. Oh. Okay, Danja. Mhm. Ich bin ganz in deiner Nähe. Und mein zweiter Tipp ist sogar, du musst das wirkliche Zentrum nicht verlassen, um mich zu finden, Danja. Okay, ganz in meiner Nähe. Solltest du mich eigentlich in 3 Minuten finden? Ich habe ein Versteck ausgewählt, was du eigentlich definitiv finden solltest. Oder auch nicht, weil es doch ziemlich gut ist. Okay. Was ist los? Hä? Hä? Was ist los? I'm confused. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du mich findest. Dass ich dich finde oder dass ich dich nicht finde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich findest. Aber ich habe doch jetzt das Zentrum komplett abgesucht. Ja, weil das ist ein Versteck, Danja, was wir beide bisher noch gar nicht in unseren Hide and Seek hier in Brookhaven benutzt haben. Also es ist ganz neu, das Versteck. Wirklich ganz neu. Ich bin so überfordert gerade. Tja. Wie viel Zeit hast du noch? 46 Sekunden. Oh. Schade. Ich will nicht verlieren. Damit steht wohl der neue Champion fest. Hm? Also langsam dann, ja? Habe ich so das Gefühl, dass du... Also ich glaube auch, das Verstecken spielen, das Hide and Seek, geht mittlerweile an mich, ne? Also das ist so mein Spiel geworden. Ja, das spielen wir das einfach nicht mehr. Hä? Erst waren es die Obis. Gut, da musste ich aufgeben. Aber da kommt bestimmt noch ein Obi-Turnier. Jetzt, Hide and Seek. Alles nicht so toll, ne? Ich check's nicht. Ist die Zeit jetzt um? Ja, gerade. Ist sie jetzt um? Ja. Oh. Wo bist du denn? Wo bist du gerade? Ich stehe jetzt gerade bei der Pflanze, bei dem Versteckensort. Genau. Also komm mal einmal kurz vor das Polizeipräsidium. Genau. Ich war... Komm mal, siehst du mich? Alter, ich war doch gerade auf dem Dach vom Polizeipräsidium. Ja, aber warte, ich war hier drinne.
Ja, ich stand doch davor. Bist du nicht reingegangen? Also ich stand, also ich habe die da oben halt reingeguckt. Tja. Hättest du mal hier reingeguckt. Leute, das war das Hide and Seek 1 Babys hier in Brookhaven. Ist doch noch ein bisschen schwieriger, ne? Gefällt mir nicht, machen wir nicht nochmal. So. Leute, zur Belohnung geht es jetzt in den Club Brooks. Wir feiern ein bisschen, zumindest ich. Ganz alleine. Da kannst du alleine feiern. Weil ich keine Freunde habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.